Hallo liebe Mozis, ganz eine kurze Durchsage, bevor es losgeht mit der Folge. Mein aktuelles Solo Zero ist immer noch auf Tour. Wir haben noch ganz viele Termine vor uns. Die meisten sind schon auf der Webseite kommuniziert. Und mein letztes Solo, Standoff, ist gratis und in voller Länge auf YouTube zu sehen. Für beide Sachen könnt ihr auf meine Webseite www.joelvonmutzenbecher.ch. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Das vierte Mal, hast du jetzt gesagt? Ich würde sagen, es ist das vierte Mal, vielleicht aber auch das dritte Mal. Ja. Eine ist hier, eine ist im vorherigen noch im Kreis 4. Genau. Wo wir noch Geld hatten. Und jetzt wieder nochmal da. Ich glaube, da ist die Tür als im Kreis 4. Ja, es sieht auch wirklich toll aus. Macht mir gut. Also das dritte Mal, sage ich mal. Also sehr schön. Ja. Auf jeden Fall freut es mich sehr, dass du wieder da bist. Ja, merci für die Einladung. Mehr bin ich, glaube ich, nur bei G und G gewesen. Gut. Das ist aber eigentlich auch so eine Reihenfolge, die man sollte haben. Gell? Wenn man so irgendwie ein bisschen Relevanz möchte an den Tag legen in der Schweizer Medienszene, dann ist es Platz 1 G&G, Platz 2 der Podcast. Ja, würde ich sagen. Gell? Und dann, in einem Jahr wechselt es. Dann kommt erst bluewin.ch. Bist du da mal gesehen? Da bin ich auch mal gesehen, ja. Sicher auch zweimal. Weekend on the Rocks. Das und noch irgendein Format hat es da mal gegeben. Es gibt noch Lesser. Das ist mit der blonden Frau. Ja, das ist die Lesser. Nein, ich habe keine blonde Frau bekommen, ich habe nur den Franken bekommen. Ah. Aber das war ein Weekend on the Rocks. Ja, aber am liebsten bin ich bei dir, darum komme ich auch immer wieder. Das freut mich sehr. Ja. Wie geht's? Gut, relativ entspannt eigentlich. Wirklich? Für die grossen Tage, die jetzt hier auf mich einprasseln. Für bald Premiere. Auf die Schweiz einprasseln. die ereignisreichen Wochen, die jetzt kommen. Ja, Premiere. Bist du entspannt? Ja, ich bin überrascht entspannt. Ich habe ja schon ein Tryout gehabt. Ja. Du hast davon gehört anscheinend, vor 2 Wochen oder so. Und bis dahin bin ich relativ nervös gewesen, weil ich nicht gewusst habe, fühle ich das noch auf der Bühne? 2 Stunden auf der Bühne stehen, hast du schon gemerkt, gespürt, habe ich schon eindeutig schon von der Stimme her, habe ich schon gemerkt, dass meine Stimme in den letzten paar Jahren auf 35 Minuten Sendezeit gereicht. Und alles, was drüber ist, ist schon so quasi im Upper, schon ein bisschen. Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert schon und es hat mir vor allem grossen Spass gemacht. Das ist das Wichtigste gefunden, ob es mir Spass macht und dann, ob es den Leuten Spass macht. Und dann hat es, glaube ich, auch Spass gemacht, soweit ich auch das beurteilen konnte. Und von dem her bin ich relativ entspannt. Und 2 Stunden spielen, der Körper, hast du sonst etwas gemerkt? So alt bin ich jetzt noch nicht. Aber es sind auch nicht ganze 2 Stunden, es sind, glaube ich, 250 Minuten. Mhm. Aber sonst, nein, eigentlich nicht. Ich habe es auch sehr, ich habe es viel, es ist ja so ein Comeback auf die Bühne wieder und ich habe es wirklich viel weniger anstrengend gefunden als Fernsehen. Das glaube ich. Wo alles so fokussiert und auf den Punkt. Mhm. Und du auch keine Freiheit hast, sondern du ja wirklich musst an dieser 35 Minuten Limite dich entlanghangeln. Dann hast du auch immer wieder die, du kommst ja auch nie in so einen Flow rein, weil du hast immer wieder die Unterbrechungen oder die Einspielungen und so weiter. Mhm. Oder im schlimmsten Fall irgendwelche Korrekturen am Set oder irgendetwas, was man schnell zerstören muss machen, irgendwelche Leute umplatzieren, weil sie hässlich sind oder so etwas. Mhm. Und das fällt natürlich alles weg auf der Bühne. Das habe ich wie ein bisschen vergessen, dass man so in einen Flow reinkommen kann. Und das ist schon extrem cool gewesen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, wegen dem Flow habe ich ja dann sogar irgendwann entschieden, dass ich nur noch am Stück spielen will. Haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, dass mit einer Pause von 20 Minuten und dann je nachdem, wo du spielst, ist sie länger als 20 Minuten und so. Dann sackt, so schnell, wie du daheim bist. Ja. Dann sackt alles zusammen. Nein, ich bin ja nicht früher daheim, weil ich noch Support vorhabe und was weiß ich. Aber es kann dann so wie zusammensacken. Dann musst du wieder. Wie lange geht dein aktuelles Set? Ja, ich habe brutal abgekürzt. Jetzt bin ich so beim Idealding von 70 bis 75. Gut, das ist jetzt. Auch nicht so kommen. Da gibt es noch Zugaben, am Schluss sind es auch 80, oder? Nein, total. Ja, alles in allem. Alles in allem. Alles in allem. Und Support 30 vorher. So. Mhm. Ja, du, das macht man jetzt so. Ich habe Pausen noch gerne, weil man kann eine andere Stimmung aufbauen.
Das finde ich aber noch ein anderes Setting irgendwie oder irgendetwas. Genau, und das finde ich bei Stand-Up ist das ja meistens nicht nötig, weil bei Stand-Up ist ja eigentlich so, das ist Set und so wird es präsentiert. Und bei Theater, bei sonstigen Spoken Opern, Words. Wie ich das mache. Oder wie du. Oper und Spoken Words. Spoken Word Opern machst. Den finde ich geil, wenn man noch einen Wechsel reinbringen kann. Oder? Ja. Kleiner Kostümwechsel, Frisurwechsel, hinten dran Kulissen austauschen. Man geht schon etwas her. Aber also mit dem habe ich alles schon experimentiert. Also jetzt das jetzige Stück ist auch sicher sehr nah am Stand-up. Ja. Yeah. Schon sehr viel reden, aber mit so verschiedenen Energieleveln. Ich glaube, es ist nicht so plauderig wie Stand-up. Das ist mehr, also, ohne dass es negativ zu werten, das kann ja super gut funktionieren. Aber es hat schon ein anderes Energielevel. Und schon zwei, drei Requisiten und Publikumsinteraktionen, die es einfach bei mir braucht. Ja, ich weiß, es würde ja nicht ohne gehen. Würde schon, ja, aber traue ich mich noch nicht. Nein, aber auch in meiner Erwartungshaltung jetzt an ein Programm von dir, wollte ich ja genau das, weil das die Bühnenelemente sind, die du beim Fernsehen nicht hast können machen, wo es eben so ein bisschen kann ausufern. Ja? Yeah. Ja, tut es aber nicht so viel. Also es ist wirklich, also das ja, ist... Ja, jetzt! Nein, tut es nicht, aber das ist wahnsinnig zugeschoben worden, das ganze Ausufernde und... Das ist ja alles aus der Improvisation entstanden. Mhm. Zum Teil auch aus einer Hilflosigkeit raus. Ich meine, wenn dir die Worte auf der Bühne ausgehen, dann musst du dich einfach in die Leute hineinwerfen, dass irgendwie wieder etwas zurückkommt. Nach dem Konzept habe ich ja gearbeitet. Und jetzt war es wirklich umgekehrt, dass sehr viel Text rum ist. Und ich gemerkt habe, für ausrufende Sachen habe ich überhaupt gar nicht mehr so Zeit. Yeah. Oder auch gar nicht mehr so... die Lust auch gar nicht mehr so, weil das ja alles schon ausprobiert worden ist und gemacht worden ist. Ja, und das Alter kommt ja dann noch ein bisschen dazu, oder? So alt bin ich jetzt eben gleich noch nicht. Da gibt es andere Leute, die definitiv noch härteres Zeug gehen als ich. Zum Beispiel Ohrpax. Das stimmt. Eben. Das stimmt. Die sind definitiv älter als ich. Meinst du? Doch, ich glaube schon. Ja, aber ich weiß noch, das ist das, wo ich ganz angefangen habe, habe ich ziemlich früh dich kennengelernt und das ist das, was mich immer so wahnsinnig fasziniert hat bei dir, ist die eben Spontanität, die Improvisation und wie man hätte können zuschauen, wie Sachen entstehen. Aber man muss so aushalten. Ja. Gewissermaßen auch. Aber ich meine, ein Paradebeispiel ist gesehen, wo wir uns kennengelernt haben in Luzern. Und ich keine Ahnung hatte. Das war Madeleine gewesen. Ja. Keine Ahnung hatte, wer du bist. Ich habe von dir schon gehört, aber dich noch nie gesehen oder irgendetwas. Und dann hocken wir ja irgendwie auf so komischen Stiele über der Bühne. Ist das noch gesehen? Kann mich erinnern. Und dann reden wir so ein bisschen so, und du hast ihn gefragt, ja, was machst du so? Und ich bin kurz vor meiner Weltreise gesehen. Ah, das ist das gesehen. Ja. Und dann sagst du so, okay, wo gehst du hin? Und dann habe ich irgendwie gesagt, ich gehe von Zürich auf Bangkok. Und dann hast du irgendwie so lustig gefunden, dass ich zuerst von Basel auf Zürich gehe, um auf meine Weltreise zu gehen. Ja. Okay. So. Bei der Tatsmann einfach gestrickt. Mensch. Ja, ich habe mich wahrscheinlich auch verschwätzt. Ich habe gesagt, ich gehe von Basel über Zürich, gehe auf Bangkok oder irgendwie so. Und nachher bist du auf die Bühne und dann hast du 5 Minuten erzählt, wie du jetzt eine Weltreise gemacht hast. Und zwar bist du mal auf Basel und hast mal schauen, wie die Kulturen so anders leben. Und das ist 5 Minuten gegangen. Ja. Und das nächste Mal, wo du gesehen hast, hast du gesagt, hey, das ist super, das habe ich jetzt im Programm. Ja, das habe ich im Programm hinein. Ja. Auch bis zuletzt innen behalten. Das ist auch immer sehr lustig gewesen. Ja, aber also so Sachen, das ich weiß gar nicht, das ist aber vor dem Fernsehen gewesen. Mhm. Ja, logischerweise vor dem Fernsehen. Ja. Das habe ich früher so gemacht. Und habe es auch bis zum Fernsehen gemacht und habe es auch während dem Fernsehen so gemacht, weil ich die Kurzauftritte hatte, unter anderem bei dir. Also dort ist mein Paradebeispiel in Basel. Mit der Schachtel? Mit der Schachtel. Oh mein Gott. Wo ich da die Bühnendecke auseinandergenommen habe, wo ich wirklich, wirklich am Bühnenrand gestanden, bei den anderen zugeschaut habe
all diesen super Profis, Vetter, Büsser und wer dort alles auftreten ist. Und ich gedacht habe, hey, ich habe keine Ahnung, was ich mache, weil ich habe ja nie Material mehr gehabt, seit ich Fernsehen gemacht habe, kein Bühnenmaterial in dem Sinne mehr gehabt und keine Lust mehr gehabt auf die ganz alten Sachen. Und habe einfach gesagt, jetzt mache ich auf voll Impro und habe dort ja irgendwie dann mit diesen Schachteln das Spiel gemacht, mit diesen Leuten. Ja, man muss dazu sagen, wir haben ich glaube 50 sind es gesehen, 50 Kater-Schachteln, haben Kollege, der Danny, der damals mein Management gemacht hat und mit uns die ganze Show organisiert hat, haben, am Tag vorher haben der Danny und ich 4 Stunden lang haben wir die Schachteln besprayt. Mhm. Mit so schwarz, rot und was weiß ich, dass es aussieht wie so übergroße Backsteine. Ja, sehr schön ausgesehen. Wie das Layout, Backstein, mhm. Bla bla bla. Und dann hat schön alle die Schachteln so dort und eben, es tritt eine und eine nach dem anderen auf. Und du 2 Sekunden vor deinem Auftritt, gerade bevor du aufläufst, sagst du so, sind die Schachteln leer? Und ich habe schon gewusst, was passiert. Ich so, ja. So, okay. Dann kommst du auf die Bühne, erzählst irgendetwas, 2 Sekunden später gumpst in die Schachtel rein und dann hast du das Spiel gemacht, irgendwie, dass alle jetzt Schachtel durch den Saal werfen und hinter müssen sie wieder so aufgebaut werden. Genau, wie sie auf der Bühne. So ein Massenspiel. Und dazu Musik von einem seinem Handy abgespielt in der ersten Reihe, wo irgendwie Coldplay auf seinem Handy hatte. Aber ja, das hat 2, 3, 4, 5, 6 tolle Auftritte gegeben, die mega gut funktioniert haben und doppelt so viel, die überhaupt nicht funktioniert haben auf die Art. Darum sage ich auch aushalten. Und ich habe mal eigentlich auch an einem Ort so einen Balkon, hast du das auch im Madeleine gesehen, wo ich gesagt habe, ich wollte eigentlich heute Abend nur von dem Balkon oben runterkommen, bei den Leuten runter. Bist du da dabei gewesen? Ich habe zumindest Aufnahmen gesehen. Ich glaube, an dem oben bin ich nicht dabei gewesen. Und dann habe ich so das Publikum einfach nur vorbereitet. Also, wir haben das einfach so vorbereitet, dass ich da oben die Leute runtergegumpt habe. Und dann hat 2 noch eine Nasenblüte und ein blaues Auge. Weil im Balz hast du es von der Bar gemacht. Ja, das ist ja nichts. Das ist keine Höhe. Das ist ja, bin ich wahrscheinlich auch nicht der Einzige, der das schon gemacht hat. Wahrscheinlich, stell mir vor. Genau, und das ist etwas gewesen, was ich alles ausprobiert habe und das ist halt auch wahnsinnig, schon auch kräfteraubend. Also das ist schon immer ein extremer, ich bin jetzt nie auf die Bühnen rauf mit einer Lockerkeit oder an die Bühne reingereist, sagst du mal so, sondern das haben wir da schon 1-2 Tage beschäftigt. Ich habe nichts vorbereitet. Wie kommt das? Mit welcher Energie muss ich denn auf die Bühne gehen? Und das ist schon eben ein Aushalten, auch für mich. Nicht nur für die Leute, sondern auch für mich. Und irgendwie jetzt mit dem Fernsehen, wo ich gemerkt habe, dass, oder gelernt habe, auch zu schreiben, auf den letzten 7 Jahren, und zwar auf Termin hinzuschreiben. Ja. Yeah. Deadline. Mit Deadlines habe ich das jetzt spannend gefunden. Oder das ist jetzt wirklich das Programm gewesen, wo ich wirklich geschrieben habe, und ich sage, das habe ich geschrieben. Vorher war nichts geschrieben gewesen, wie gesagt, alles aus der Improvisation heraus entstanden. Und das ist das erste Programm, wo ich wirklich mit 50 Seiten Text an das Tryout gegangen bin und die quasi vorher eine Woche lang reingetatscht habe oder auswendig gelernt habe. Yeah. Und das hat mich interessiert, ob das funktioniert auf 2 Stunden. Und ob dann der Teil mit dem Improvisieren und so weiter nicht zu kurz kommt. Und das hat mich jetzt sehr befriedigt, muss ich sagen. Dass es funktioniert, dass ich mich wohlfühle. Und dass ich merke, dass die Improvisation kann entstehen, weil der sichere Text da ist, kommt das fast noch schneller. Also sprich, du kannst ganz schnell irgendwelche Textteile weglassen und irgendetwas improvisieren, wenn es das gerade anbietet. Absolut. Das ist der grosse Vorteil. Das habe ich von der Bühne her nie geschnallt. Ich habe das als Text immer als wahnsinnig einengend empfunden. Und habe das Gefühl gehabt, nein, das muss aus einer Improvisation entstehen. Und es war für die Zeit richtig gewesen. Aber jetzt habe ich Bock auf das gehabt. Von dem her, um da den Kreis zu schliessen, seine Anfangsfrage, bin ich sehr erleichtert, dass das klappt und ich mich wohlfühle in dem Setting. Ja, ich weiß noch einmal, wenn du sagst, das hat ja auch immer gestresst. Einmal hast du Wetterhorn gespielt und das ist ja der Deal immer gesehen, man kriegt ein bisschen Gage und man kann eine Woche Ferien machen. Gibt es nicht mehr diesen Deal? Nein, sie machen momentan nicht mehr, gar nicht mehr. Nicht mehr kulturmässig. Hotel Wetterhorn übrigens. Ja. Genau, Hotel Wetterhorn Hasliberg. Mhm. Und du hast die Woche Ferien, hast du vor deinem Auftritt genommen.
Und dann bist du eigentlich die ganze Ferienwoche bist du gestresst gewesen, weil du gewusst hast, auch die Ferien hast. Ja, das ist blöd, das ist blöd gewesen, ja. Das ist brutal, das hat mich brutal gestresst. Und dann haben sie immer umgekehrt. Aber schlussendlich hat es auch funktioniert. Aber das hat etwas funktioniert in dem Setting, mit so wenig Leuten und so weiter. Aber das ist nicht das. Also bei mir ist es halt schon die Auftritte, die jetzt kommen. Ja, sind irgendwie, wie viel Mal Hechtplatz hintereinander? Ja, jetzt angeplant sind, ich glaube, 13. Yeah. Aber ob das dann, die schauen dann, glaube ich, je nachdem, wie der Vorverkauf läuft, können es dann auch 10 sein oder so etwas. Yeah. Keine Ahnung. Aber ich habe schon gemerkt, und auch sonst, die Säle und Theater, die ich auftrete, das sind schon auf ein bisschen andere Kaliber als eben der Keller von irgendeinem Hotel in Hasliberg. Also so. Und von dem her ist dort dann auch der Anspruch dran gewesen. Oder ich wollte das irgendwie nicht vergeigen. Ich habe auch gemerkt, hey, es gibt zwei Gruppierungen von Leuten, die man aus dem Fernsehen kennen und Leute wie du, die mich von vorher kennen. Und ich habe das immer sehr schwierig gefunden, die beiden Leute irgendwie zu pleasen auf der Bühne. Also es hat irgendwie nie so richtig funktioniert, dass ich gemerkt habe, die mich von der Bühne her können, kommen mit dieser Figur der will im Fernsehen nicht klar und umgekehrt auch nicht. Und jetzt das zusammenzubringen, irgendwie, ups, das ist die Schwierigkeit gewesen. Und das ist, glaube ich, mir sehr gut gelungen. Ja. Yeah. Um mich mal da selber zu loben. Das ist auch wichtig, das muss man ab und zu machen. Ja. Ich find macht auch, das sonst niemand. Ich finde auch, es ist dir sehr gut gelungen. Du hast ja noch gar nicht gesehen. Nein, aber ich höre es. Nein, ich komme auf jeden Fall schauen. Also. Ich kann leider nicht an Premiere, ja. Aber eben ein von den anderen Terminen. Weil du bist jetzt auch in Zürich, übernächst oder so, gell? 12. oder so? Ja, ich glaube, bis der rauskommt, bin ich schon gesehen. Okay, das ist mega gut. Nein, stimmt nicht. Kommt am Freitag raus? Ja, am nächsten Dienstag. Hey, also, Kaufleute. Bernhard. Ah, Bernhard Theater, noch grösser. Ja. Ja, zwischen den beiden Kaufleuten-Räumen. Ja. Der kleine Kaufleuten-Raum. Schöner gelegen. Ist kleiner. Ja, also ist für mich. Am See. Ist für mich der geilste. Mit Tischli und der geilste Raum in Zürich. Ja. Mhm. Für Stand-up ist es ein Traum. Mhm. Absolut geil. Ja. Yes. Was wolltest du noch wissen von mir? Oder können wir langsam gehen? Nein, ist gut. Danke. Viertelstunde haben wir alle gekriegt. Ja, ist gut. Aber ich muss meine Stimme auch schon. Nein, ich habe jetzt nochmal drei Tryouts. Gell? Also ich bin jetzt in, sehr gut. Also du bist habe ich auch nie gemacht. Für einmal richtig vorbereitet. Richtig vorbereitet. Also ich habe jetzt 4 Tryouts, was ich schon also outstanding finde für meine Verhältnisse. Sonst habe ich 1 gehabt. Ja. Yeah. Einen Tag vor der Premiere. Aber auch mega gut. Halt. Aber es war bei mir genau das Gleiche gewesen. Und das Geile ist, wenn du halt so anfängst und wie unter dieser anderen Drucksituation überhaupt gelernt hast zu arbeiten, ist das dann voll geil. Mhm. Ich glaube, wenn du von der anderen Seite kommst und von Anfang an irgendwie mit immer 15 Tryouts schaffst, dann nachher kommst du auch in so eine Gefälligkeit von, ja, wir haben ja dann noch Zeit und wir können ja dann noch. Ja, das ist bei mir schon auch, also ich habe schon auch gemerkt, dass der Zeitmangel, nicht Mangel, sondern eben der keinen Zeitdruck hast, ist auch nicht so geil. Ja. Yeah. Und dann schon natürlich so, meine Frau so gesagt, hey, weißt du was, fahr doch dein Programm wie beim Fernsehen, auch 5 Tage vorher, fährst du es noch schreiben, bist wieder in dem Ding drin. Und dann funktioniert das ja leider nicht. Hey, geile Motorsage. Ich wollte sie auch wollen ansprechen, weil ich habe das Gefühl, man hört sie, oder? Nein, die filtern wir raus. Man filtern sie raus? Okay. Das ist super. Also ich habe überhaupt nichts gegen Motorsagen, irgendwie passt sie auch zum Thema. wenn ich sie schon nicht mehr auf der Bühne habe, dann wenigstens sie all meine Interviews im Hintergrund ein bisschen. Das sind ein bisschen für meine Die-Hard-Fans vorhanden ist. Ja, für dass du die Geschichte eigentlich nie willst erzählen. Welche? Die Motorsagen-Geschichte. Das nie, was sie überall schon erzählt. Das ist das Problem. Dass sie schon überall erzählt ist. Aber dass wir ganz kurz auch beim Mutzenbach erzählt haben, auf der Nummer mit der Motorsage auf der Bühne, Scherenschnitt mit der Motorsage schneiden. Und das ist dieser junge Wilde, das war mein erstes Programm, gewesen, mit null Vorbereitung und schon gar nicht Schutzkleidung. Yeah. Was mir dann im Nachhinein nachgelegt worden ist, ich soll es doch mal mit Schutzkleidung probieren oder wenigstens Schutzstiefel oder wenigstens Händchen. Also lange Rede, kurz Sinn, abgerutscht mal auf der Bühne bei der 100. Vorführung von dieser Nummer und mir selber ins Bein gesagt. Und ein Motorsage ins Bein sagen, das ist anders, das tut anders. Das ist nicht geschnitten, das ist gerissen quasi, ja. Wunder gerissen.
Und dann auch richtig blühtet auf der Bühne. Richtig blühtet. Ja, ich bin wirklich wie im Schock gesehen. Das, also eben, das ist, es ist auch noch dazu kommt, dass in dieser Nummer einmal das Licht ausgeht. Und ich im Dunkeln sage, auf so einem Holzblock oben, mit dem Bein auf dem Holzblock oben, also mega, mega dumm, abgerutscht im Dunkeln, habe gemerkt, oh, ich komme irgendwie an, Ding, an mein Bein gekommen, aber nichts passiert. Und dann geht die Nummer weiter, dass ich auf meinem Stuhl sitze und das Licht blendet wieder auf und ich rede dann einen Text weiter, so in Stille. Und da weiss ich einfach nur, dass das Licht aufgeblendet ist und ich einfach nur, ich weiss nicht, was ich geredet habe, aber nur Bullshit geredet. Also einfach, das ist nur noch irgendwelche Sätze, die keinen Zusammenhang mehr hatten, aus dem Ding rausgekommen. Und ich sitze halt so und schaue so, also alle, die es nur hören, müssen halt auf YouTube schauen, wie das aussieht, sitze so und schaue so an meinem Bein, aber ich sehe einfach, dass die Hose komplett verrissen ist und das so feucht sich anfühlt alles. Und dann habe ich das Bein so die Hose so aufgezogen und sehe einfach, Scheiße, einfach alles verschnitten. Also die Unterschenkel verschnitten, so in Streifen geschnitten. Und dann hat das dann von Blüten. Und dann habe ich da klassisch mal fragen, ist denn ein Arzt? der Spruch, wo man immer gehört, aber es gibt tatsächlich einen Ausspruch, ist denn ein Arzt im Publikum anwesend? Und die Leute haben dann gelacht, gell? Also ich meinte, das gehört zu der Show dazu. Logisch. Bis ich dann irgendwie mal so halb umgekippt bin und dann wirklich auch mit Druckverband und alles. Und ich weiss, dort hast du mir mal gesagt, gerade nachdem es passiert ist, was du eben geredet hast, bis du es gemerkt hast, hast du gemerkt, es hängt nicht mehr mit deinem Hirn zusammen. Es ist nicht mehr... Einfach irgendetwas. Der Text ist ja gesessen, oder? Ich habe einen Text dort gehabt. Das ist wie gesagt nicht bei der ersten, das ist schon, bin schon ein Jahr unterwegs mit der Show. Und dann habe ich einfach gemerkt, Scheiße, das ist überhaupt nichts mehr. Das war also wirklich ein harter Schockmoment gewesen. Und der Notarzt hat dort dann auch gesagt, also wenn ich, man ist jetzt da gewesen, wenn ich da an den Oberschenkel gekommen wäre, wäre innerhalb zwei Minuten fertig. Ja, yeah, weil halt lebens... Aber du kannst auch nichts mit der Motorsäge, kannst auch nicht, das ist nicht ein Schnitt, oder du kannst nicht auch abdrücken oder irgendetwas. Das macht einfach so, wie im Film, wenn sie versuchen, da so am Hals irgendwie noch etwas zuzudrücken, wo sie irgendwie mit getroffen worden sind. Ja, also dann raussprudelt. Notfallchirurgen sagen ja... Motorradunfall und Motorsägeunfall. Ja, das ist nicht schlimm. So geil. Ja, genau. Alles, dann habe ich wahnsinnig Glück gehabt. Und habe dann die Nummer aber noch weitergemacht. Und das Zweite ist dann noch gesehen, dass der, ich weiß nicht, mit wem ich geredet habe, haben dann mit irgendwelchen mehreren Leuten über den Unfall geredet, dass ein anderer hat mir gesagt, ja, er hat das auch gesehen, die Nummer, und hat auch mega Angst gehabt, weil er sei Förster oder so etwas, Waldarbeiter. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, aber es ist ja ein gutes Gefühl. Er hat gesagt, ja, er hat nicht Angst um mich gehabt. Er hat Angst gehabt ums Publikum. Weil so all, noch zwei, noch all, was hat er gesagt, 150, 200 Einsätze von der Motorsäge, musst du die Kette auswechseln. Weil wenn du das nicht machst, kann es sein, dass die Kette reisst und dann einfach mit 200 Stundenkilometern gegen vorne weg fliegt. Das wäre jetzt noch, das wär noch viel schlimmer gewesen. Einen enthauptet in der vordersten Runde. Genau, und du hast ja sicher die Motorsäge so immer richtig Publikum gehabt. Ja, logisch, ja. Also, es wäre komplett. Also, naja, also bin ich mega froh. Ich habe sie letztes Mal vor einem Jahr oder so, habe ich die Nummer noch einmal gemacht. Ich bist du auch dabei gewesen. Ja, bei dem Charity-Ding. Genau, bei dem Charity-Ding, wo noch Kind im Publikum. Also, das Kinder-Charity-Ding ist das. Und dort habe ich, und nochmal, und zweimal in diesem Sommer habe ich sie nochmal gemacht. Oder schon zwei Jahre her schon. Und dort bin ich dann einfach extrem froh gewesen, wo ich dann wirklich die Motorsäge einmotten und die werden jetzt auch nicht mehr vorgenommen. Die hängen jetzt so in meinem persönlichen Panoptikum, Schrein. In meinem persönlichen Kuriosikum im Keller unten. Ist die so eingerahmt, die Motorsäge. Was hast du sonst noch dort? Ich habe mega viele Sachen. Ich gehe gerne über Flohmärkte und finde dort einfach immer weirdes Zeug, das ich dann kaufe. Und dann stehe ich vor der Tür und denke, wieso habe ich das gekauft? Was wollte ich damit? Also ich habe letztes Mal haben sie irgendwo eine alte Geisterbahn demontiert. Und es hat so einen grossen, weißt du, so die Teufelsköpfe, die so von innen leuchtet. Yeah. Aus,
weiß ich was das ist, so ein Herzplastik, irgendetwas. Und ich nehme auch aus den 80er Jahren oder so, wirklich so, also, einfach so einen Kopf gekauft für irgendwie 30 Stutz. Und hat einfach so einen Teufelskopf, wo man als nichts für nichts kann brauchen. Es ist ja viel zu gross, sieht auch mega kitschig aus. Der steht im Keller. Dann meine legendäre Messerkiste, wo ich sehr Freude habe daran. Also Kiste, wo man jemanden auf den Kopf setzen kann, zaubern. Und da kann man so 20 so Messer durchschieben, durch den Kopf durch. Weißt du, Eli? So eine habe ich gefunden, wo, die sind sau teuer. Wenn du neu kaufst, kostet die 600 Stutz aufwärts. Und habe ich für 80 Stutz selber in einem Brock im Flohmarkt gefunden. Habe ich auch gekauft. Die habe ich aber auch schon zwei, drei Mal eingesetzt auf der Bühne. Mhm. Unter anderem im Wetterhorn. Hast du schon mitgenommen gehabt? Ich denke, vielleicht kann ich es brauchen. Natürlich, also es war wirklich eine Woche vor dem Wetterhorn gewesen und ich habe ja nicht gewusst, was ich genau mache. Und dann dachte ich, ich mache irgendetwas, wo man am Schluss jemanden aus dem Publikum muss bestrafen muss. Und dann haben wir das so gemacht. Und dann habe ich dann jemanden aus dem Publikum hochgekommen und ihm die Kiste auf den Kopf und dann ist es so selbst funktionierend. Das ist natürlich ein grosses Harry Potter Geheimnis, dass ich nicht sagen darf, wie das funktioniert. Hat dann einen Haufen Spass gemacht. Das ist bei mir im Keller. Ja, du hast ja sowieso wahnsinnig viel Spiel. Brettspiel, aber auch das Pommes frites-Spiel, das finde ich auch sehr geil. Aha, einfach das Dummspiel. Ja. Das Pommes frites-Spiel ist ein Klassiker. Gibt es auch wirklich nicht mehr. Ich habe das letzte Mal auf der Autobahnraststätte Würrelos oder irgendwo habe ich es gefunden wieder. Ja. Haben wir gerade 5 gekauft, weil es die nicht mehr gibt. Also es ist einfach so, es sieht aus wie ein McDonalds Pommes frites, so eine Kartonrote, wo so Pommes frites aus Plastik drin stecken. Mhm. Und 2 Pommes frites sind am Boden angemacht. Und dann gehst du einfach den Karton so rum. Es ist echt das gleiche Prinzip wie das Krokodil, wo man von der Zahn drückt. Genau. Das Prinzip. Yeah. Aber du gehst dann auf den Karton und jeder zieht das Pommes frites raus. Und wenn du halt einen verwutschst, der so angemacht ist am Boden, spicken alle Pommes frites im höheren Bogen spicken aus dem... Flying French Fries. Flying French Fries. Ah, da haben wir sie, genau. Und das sind also genau die Sättige sind es gewesen. Ich habe mal welche auf Amazon gekauft. Die sind richtig scheiße gewesen. Die sind, haben einfach nicht funktioniert. Ich dachte, die haben Würrelos gekauft, weil die haben mega gut ausgesehen, aber leider auch nicht gut. Die Federung ist zu wenig. Dass es so richtig spickt. Genau. Und yeah. Nach 3 Mal ist es eigentlich kaputt. Und ich habe das alte Pommes frites Ding, das ich schon seit 20 Jahren habe, mal in Hamburg gefunden. Das ist immer noch ein riesen Knaller. Hier auch wieder der Kreis zum Programm auf der Pressefotos. Ich habe noch so eins in der Hand, wo gerade Pommes frites rausspicken. Sind die ja auch verwendet, ja genau. Das natürlich und unsere sensationelle Meisterschaft, die noch im Raum steht. Ah, Indoor Curling. Wir haben gesagt, in Arosa machen wir es dann. Richtig. Weil, wir haben das mal oben lang, haben wir das zu tot gespielt bei dir. Weil du hast einen wunderbar langen Gang, wo das perfekt geht. Und das sind ja wirklich einfach so Kugeln. Kugellager. Ja, Kugellager mit so einem Plastikkreis. Und dann musst du einfach irgendwie... Also ist Girling einfach in der ja. Wohnung drin. Genau, dann schmeißt du... Und es ist so ein Göffeli mit einem Maßband. Schmeißt du eine Chip an und dann musst du... Ein Pinseli. Und dann musst du dir da anrollen, möglichst noch einen Chip, oder? Nein, es ist nicht so. Es ist viel raffinierter als das. Und mit dem Charlie... Viel raffinierter als das. Finde ich eben auch. Ja. Und habe ich mit dem Charlie auch schon gespielt. Und er findet es auch geil. Eben, und du hast das irgendwie auf. Ich habe das dann, auch am Flohmarkt gefunden, übrigens. Und dann haben wir ja, nachdem wir gespielt haben, hast du mir irgendeinen Amazon-Link geschickt, weil das wird auch nicht mehr produziert. Ja. Und dann hast du gesagt, schau, hier fast neuer Zustand. Mhm. Dann habe ich es sofort bestellt. Für 80 Stutz. Nein, ich will nicht einmal, irgendwie 20 Stutz. Ah, okay. Also. Ja. Und darum, ich weiß nicht, wie viele in der Schweiz so eins haben. Du bist jemand, ich bin jemand. Ich meine, es können ja immer 2 mitspielen pro Girling-Set. Genau. Und einen kleinen Handstaubsauger wäre noch gefragt. Aber ich verspreche mir viel davon, ja. Also Arosa, dann klingt auf dem Hotelflur, würde man das müssen spielen. Ich glaube auch. Mhm. Dann machen wir endlich die... Bist du gesehen, Arosa, das Jahr? In der Meisterschaft? Nein. Nein. Also letztes Jahr? Ja. Nein. Sondern eben das Jahr, du auch. Du bist, glaube ich, mal vor mir. Ja, ich weiß es nicht mehr. Du bist, glaube ich, am Samstag und ich bin irgendwie am Sonntag. Mhm. Und ja, es wird super. Das wird super. Es wird großartig. Ja. Und dann hast du noch deine, sind nicht Lasertag, aber was sind es? Die Laserpistole. Ja, das gibt es auch nicht mehr. Das ist, glaube ich, verboten worden. Die findest du wirklich überhaupt nicht mehr. Das sind einfach so... Es ist natürlich nicht Laser, es ist wahrscheinlich irgendwie Infrarot oder so etwas, glaube ich. Also das gleiche Prinzip wie, was ist das bei der Fernseh?
Das ist Infrarot, ja. Infrarot, oder? Ja, es sind einfach zwei Pistolen und die Pistolen kannst du aufeinander schießen und das gibt's, das kannst du kaufen und dann ist es halt so wie die Lasertag. Ja. Yeah. In klein, quasi. Für die Stube, für den Hausgebrauch. Wer wünscht sich das nicht? Aber bei meiner Pistole ist es noch speziell, dass wenn du getroffen wirst, dass du einen elektrischen Schock überkommst vom Gegner. Und du kannst selber einstellen, bis du noch raffiniert bei den Pistolen einstellen, wie viel Leben es bei diesem abzieht. Weil jeder hat, glaube ich, so 6 Leben. Mhm. Und du kannst auch einstellen, dass zum Beispiel 2 Leben diesem abzieht, wenn du nicht triffst. Aber wenn er dich trifft, putzt dir doppelt so stark aus. Mm. Also es ist hoch psychologisch auch. Yeah. Ja. Also high risk, high reward. High ist genau richtig. Also du kannst alles geben, aber der Schmerz ist grösser, wenn du scheiterst also wie auf der Bühne. Oder du gehst als grosser Sieger hervor. Die Pistole habe ich auch, die hat mir ein Kollege letztes Mal wieder sein Set geschenkt, weil unsere gnadenlos kaputt gegangen sind, weil wir so viele Schlachten gemacht haben damit. Aber hey, ja, alles versteckt jetzt mit den Kindern, natürlich alles versteckt im Keller, das ist klar. Spielst du nicht mit den Kindern? Nein, ich habe es noch mal gezeigt, weil mit Kollegen und so an meinem Geburtstag und die Kinder haben gerne zugeschaut und gelacht und Höckel gestellt und so, aber selber würde ich das nicht ausprobieren, ich würde es jetzt auch nicht anraten. Es ist wirklich, glaube ich, nicht so gesund. Es ist wirklich, es gibt nur einen guten elektrischen Schlag. Es ist wirklich nicht so harmlos. Also nicht gerade wie ein Electric Shocker oder so einen Stun-Gun oder so, aber es tut schon sein Ding. Ja. Wie hat das angefangen, dass du alles so Zeugs dir zugetan hast? Oder Kindheit. Wirklich? Ja. Hey, ich habe einfach gerne dummes Zeug um mich herum. Ja? Also deswegen bin ich jetzt im Fernsehen wahrscheinlich. Nein, ich finde das einfach toll. Ich bin immer sehr konsterniert, wenn ich in die Wohnung reinkomme. Ich bin jetzt, glaube ich, bei dir noch nie daheim gesehen. Nein. Da spontan auf. Ja. Wenn ich in die Wohnung reinkomme, wo es nichts hat. Also weißt du, wo es kein Regal, also es gibt ja wirklich Wohnungen, wo keine Bücher haben, keine Platten haben, kein nichts. Das ist einfach nichts. Das ist ein Glastisch mit meinem Laptop drauf. Ja. Und irgendwie endlich nicht rauchen steht im Regal und das Yoga-Buch. Und, so das japanische Minimalismus-Ding. Ja, nicht einmal japanisch, aber auch einfach irgendwie, es findet halt wahnsinnig viel digital und übers Handy statt. Also die meisten haben ja auch ein Kindle, also vielleicht, weiß nicht, Bücher, kaufst du Bücher? Ich kaufe noch Bücher, ja. Nicht viel, meistens nur Sachbücher. Okay, aber du hast Bücher daheim. Aber oder nicht so? Doch. Hast du einen Schrank? Hast du so einen Schrank mit Büchern, das Regal mit Büchern drin? Ich habe ein Regal mit Platten, Büchern, sonstigen Krimskrams. Ja. Genau. Und das ist bei uns oder bei mir? Ist ein riesiges Regal. Ist ein grosses Regal. Man darf Krimskrams und der Keller ist nochmal völlig überfüllt mit irgendwelchem Zeug. Aber weil ich das Zeug wirklich auch alles irgendwann mal irgendwo auf einer Bühne auch mal verwendet habe. Also auch, eben, egal ob das Spiel ist, Schallplatten, CDs. Aber das ist ja jetzt unsere Krankheit, oder? Man redet sich ja gar nicht, dass man es für die Bühne braucht. Und wenn man es dann hat, dann nutzt man es auch unbedingt für die Bühne, damit man wieder eine Rechtfertigung hat, warum man es überhaupt hat. Ja, wobei ich kann mich auch extrem gut von dem Zeug auch wieder trennen. Es ist jetzt nicht so, dass ich... Also ich bin kein Sammler in dem Sinn. Aber ich finde es einfach... Ich finde es einfach lustig, so Zeug zu haben. Und das hat schon extrem viele Partys aufgefrischt. Also ich bin halt keiner, der irgendwie Drogen konsumiert an meinen Partys oder so. Oder jetzt irgendwie Schlägereien auslöst. Ja, manchmal, aber selten. Und dann geht man an mein Regal an und dann schaut man rein und dann hat man da die dumme Pistole und da hat man irgendein komisches Bonfrit-Spiel und dort ein tolles Indoor-Girling. Und dann kommt das schon morgen um 3 Uhr nochmal einen neuen Schwung über so eine Hausparty. Auf jeden Fall. 3 Uhr morgen. Ja. Das ist wichtig, das ja. Genau. Das ist schon in der Kindheit. Einfach. Hey, einfach Zeug. Ja, Zeug gehabt, Freude gehabt an Sachen. Ja. Und, ja, auch auf der crazy Zeug, auf Figürli, einfach crazy stuff. Ich finde es einfach geil, so Zeug. Dort, mit dem hast du mich. Also, wenn ich irgendwie zu London bin, dann muss ich irgendeinen Laden reingehen, wo Forbidden Planet heisst, das glaube ich mal einen Augenblick, habe ich den Sommer entdeckt in London, wo einfach 3 Stockwerke nur mehr Krimskrams und Blödsinn hat. Und dann gefällt mir das finde ich das gut. Ja. Da bin ich also wirklich extrem analog unterwegs. Ja. Bist du ein Rowdy-Kind gesehen?
Was ist ein Rowdy Kid? Ja, also einfach. Wo Sorgen der Eltern macht? Nein, ich weiß nicht mal, ob Sorgen macht, aber halt einfach wild. Weil ich weiß ja, das ist ja dann gekommen, wenn, wo du auf Berlin bist und all das Zeugs, das haben wir schon mal besprochen. Hey, nein, ich bin nicht so ein wildes Kind. Also was ich weiß, auf jeden Fall, dass ich mit 1 bin ja schon in Kinderpsychiatrie eingeliefert worden von meinen Eltern. Mit 1? Mit 1, ja. Das ist ja noch nicht mal knapp gelaufen. Ja, und zwar, weil ich eben anscheinend ein unglaublich Schreikind war. Mhm. Unglaublich. Also meine Eltern haben nicht mehr gewusst, was wir mehr machen und haben wirklich das Gefühl, sie machen etwas falsch. Und ich habe auf dem 20. Geburtstag habe ich den Bericht bekommen von der Kinderpsychiatrie, mit meinem Vater geschenkt. Also die Krankenakte, oder wie man das nennt. Und dort ist der Ding gestanden, dass in der Kinderpsychiatrie, wo es wahnsinnig laut war, und natürlich kannst du dir vorstellen, und es gesagt, dort habe ich eigentlich wunderbar geschlafen. Ich habe mich total wohl gefühlt, wo bei meinen Eltern daheim, wo er, also auch meine Mutter, eher zu einem lauteren Charakter gehört und immer Leute daheim kann und so weiter. Wo ich auf die Welt gekommen bin, hat das aufgehört anscheinend. Und sie sind da immer sehr vorsichtig durch die Wohnung getappelt und so weiter, um mich nicht aufzuwecken. Mhm. Und das hat dann noch mehr dazu beigetragen, dass ich irgendwie haben müssen für Lärm sorgen anscheinend. Also anscheinend ist das ein Problem gewesen, ist in der Akte gestanden, dass man soll doch einfach weiterleben, wie man zuvor sein Leben geführt hat. Und das würde sich dann auch auf mich übertragen und prompt sonst dann sehen. Also in unserem Haushalt, was ich mich mal erinnere, ist immer irgendwie, habe das Gefühl, sind immer irgendwelche Künstler, Künstlerinnen ein, ausgegangen, Maler, Autorinnen, Musikleute. Mhm. Meine Eltern sind da sehr so in meinem Kulturkuchen gesehen und ganz viele Spiele, Partyspiele, habe ich auch auf Bühne übertragen, die ich bei meiner Mutter kennengelernt habe und bei meinem Vater, wo sie gemacht haben mit ihren Partygästen, habe das auf der Bühne dann übertragen und das hat schon oft für sehr gute Momente gesorgt. Ja. Das heisst, du hast eigentlich immer Lärm gebraucht und wenn du nicht rumgesehen hast, hast du ihn selber gemacht. Anscheinend ist das so gesehen, ja. Kann man das vielleicht so ein bisschen pseudopsychologisch kann man das so deuten. Aber ich bin jetzt nicht ein Radau-Kind gewesen, ich bin sicher ein zeitlang Sorgen-Kind gewesen, weil ich einfach auch, ich bin sehr klein gewesen, ich bin gemobbt worden als Kind. Yeah. In der 5. Klasse, dann musste ich die Schule wechseln wegen dem. Weil du klein gewesen bist? Nein, weil ich gemobbt wurde. Nein, aber wieso bist du gemobbt worden? Hey, weil ich einfach ein weirder Typ war. Mhm. Ich hatte eine komische Frisur, komisch geredet. Ich bin in Deutschland geboren, aus Deutschland gekommen, in ein kleines Dörfli oder in ein Dorf, oder ein kleines Städtchen, kann man sagen, vor Luzern, sehr erzkatholisch. Ich hatte eine spezielle Mutter, die so auf Radau-Bürste war. also kann man es nur so erklären. Ich bin nicht so das gesehen, was so der Schweizer Durchschnitt ist. Und habe einfach ein anderes Zeug im Kopf gehabt als die meisten. Ich kann mich erinnern, bei uns in der Klasse. Aber mir ist immer alles irgendwie um irgendwelche Action-Comics-Figuren, wilde Hörspiele, Zeug anzünden im Stuntman-Sinn. Also ich habe schon einiges so Zeug durchgegeben. Und das muss der Auslöser gewesen sein. Und dann habe ich wirklich quasi das Quartier, also die Schule gewechselt auf die andere Strassenseite, anderes Quartier. Und das sind natürlich damals noch ohne Social Media, sind das Welten gewesen. Oder da bin ich komplett ein neuer Mensch gesehen. Ich glaube, das ist ein grosser Punkt, dass das heute nicht mehr so möglich ist, wo alles vernetzt ist untereinander. Oder ich weiß, dass es auch Ich glaube aber schon noch. Ich glaube schon noch, dass effektiv in einem gewissen Alter, wenn du eine Schule wechselst oder so, ja, oder an einen neuen Ort gehst, dann kannst du eine neue Identität annehmen. Ja, das kommt darauf an, wie fest du auf Social Media schon aktiv bist. Ja, also ich kenne x Beispiele von Kindern, die die Schule gewechselt haben, genau aus diesen Gründen. Und dort ist es genau weitergegangen, weil bereits alle gewusst haben über Social Media, wo er kommt. Ach gut, wann hat man jetzt Social Media? 10. Wirklich? Ja, also gibt sicher Kinder, die... Also Handy, 10, 11, spätestens mit 12, aller spätestens hat doch das Handy. Ja, aber dann hast du ja noch nicht keinen eigenen Social Media Account. Nein, aber du konsumierst es. Mhm. Also TikTok. Aber wie sehen denn andere Leute, was du für ein Mensch bist? Es wird dir gezeigt. Mhm. Also glaub mir, Kinder finden ganz schnell raus, wer sie niedermachen können und wer nicht. Also das ist. Also, und auch ich kann also x Leute
wo Kinder haben, die mit 11, 12 schon Insta-Accounts haben. Ah, wirklich? Kanäle haben. Ja, ja. Ich wollte das jetzt auch nicht verteufeln. Yeah, das ist etwas, wo kommt und wo wir damit umgehen müssen und wo sicher nicht alles gut ist oder auch gefährliche Tendenzen hat oder schlechte Tendenzen. Aber es ist auf der Realität. Mhm. Definitiv. Also von dem her, das ist so gesehen. Und bei mir hat man sich erst müssen Sorgen machen. Ich bin dann auch in meiner wilden Sturm- und Drang-Punk-Zeit eigentlich sehr ein vernünftiger Punkrocker gewesen. Also eben, ich habe Drogen, Randalen und so weiter, das war nie mein Thema gewesen. Bei mir hat es dann eigentlich erst angefangen, so ab 20. Ist dann so, sind dann so die Abstürzsachen, oder wo ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt auf Berlin und kein Geld und kein Plan und nichts. Also da haben es, glaube ich, die Eltern schon schwierig gehabt. Und dann auch nach dem Unfall, nach dem Berlin auch gehabt, wo ich dann zurückgekommen bin und quasi ganz unten wieder bei den Eltern wieder eingezogen bin mit 25, mit komplett kaputtem Körper. Also mein Vater hat mich müssen duschen und baden und so Sachen. Also und Schulden, bis weiss nicht, wo einer. Dort hat es dann angefangen. Ja. Und dann war es bis zum Fernsehen gut gewesen, jetzt nach dem Fernsehen müssen sich wieder Sorgen machen. Wahrscheinlich also geht es wieder los. Haben sie wieder schlaflose Nächte. Ja. Aber nein, um das abzuschließen, ich bin jetzt ein Radauchen, bin ich glaube nicht gewesen. Nein. Ja, ist lustig, weil irgendwie, ich meine, ich behaupte, alle Menschen haben ja irgendwann, also ziemlich alle Menschen, es gibt immer Ausnahmen, aber haben irgendwann eben so eine Sturm- und Drang-Ausbrechphase. Und lustigerweise ist ja oft irgendwie, wenn es bei Kindern sehr stark ist, dass sie dann auf einmal irgendwie, keine Ahnung, nach der Pubertät ist das auf einmal weg. Mhm. Und bei anderen wird es dann eben auf einmal erst dann so richtig. Mhm. Und da gibt es noch die ganz schlimmen, die kommst du so ab 45. Und das sind die, genau, und das sind die, wo wirklich immer alles, mhm, alles ist ganz stringent gelaufen und der lacht eben so, ja, 45, 50, auf einmal completely off the rails. Ja, gibt es ja doch auch zwei, drei Beispiele, wo man könnte. Aber ja, mein Gott, wie gesagt, ich hatte auch immer ein Umfeld gehabt, wo schon ein bisschen crazy war und ich musste zum Beispiel auch nie müssen rebellieren gegen meine Eltern. Also etwas, das habe ich nie für nötig empfunden, weil ich sowieso keine Chance hätte. Also in Sachen Craziness da irgendwie etwas können überzumpfen. Und da ist wieder mal der komische Moment, wo der Podcast unterbrochen wird. Für den kleinen Hinweis, dass mein aktuelles Solo Zero immer noch auf Tour ist, kaufe Tickets und mein letztes Solo Standoff ist gratis und in voller Länge auf YouTube zu sehen. Für alle Links, Video wie auch Termin und Tickets könnt ihr auf meine Webseite www.joelvonmutzenbecher.ch. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Und wie bist du denn zur Kindergarten-Lehrperson geworden? Hey, schon immer gerne mit Menschen etwas gemacht. Also bei den auch, weißt du, Fadi und so ist gross gewesen. Also ich habe schon immer meine Geheimclubs gegründet, Theatergruppen. Fadi hat mich dort aufgeknöpft. Und aufgeführt zum Leiter, zum Fadi-Leiter. Das habe ich toll gefunden, hier Geschichten erfinden, die ganzen Sommerlager leiten, Themen sich ausdenken und dann irgendwie da mit vielen irgendwo ins Wallis in den Wald auf und dort irgendwie Räubergeschichten erleben. Und dort ist dann schnell mal gekommen, ja, eigentlich müssen wir das weiterziehen, beruflich als Lehrperson. Mhm. Und da ich aber in der Schule jetzt nicht so eine Top-Leistung gebraucht habe, hat das für Lehrer wirklich nicht gelangt. Und da bin ich wirklich ein bisschen neben der Schule gestanden, so nach der dritten Sek und einer total abgeschifften Lehrersemi-Prüfung, hat das ja damals noch geheißen. Und nicht gewusst, was machen. Da bin ich zum Berufsberater und der hat dann mir Kindergartenlehrperson vorgeschlagen. Und das ist für mich so, ah, okay, ja, warum eigentlich nicht? Und dann bin ich da geschnuppert und habe gefunden, hey, das ist eigentlich das, was ich, ich cool finde. Ja. Also das ist die alte Stufe von Kind, wo ich gefunden habe, doch, es ist spannend, mit denen zusammenzuarbeiten. Da passiert noch ganz viel, im Gegensatz zu, das ist meine ganz persönliche Meinung, zu
Primarschüler, Schülerinnen, wo ich finde, da ist schon sehr viel von dem Erwachsenenzeug behaftet und da passiert gar nichts. Da sind die Wege schon alle vorgespurt, da kann man immer so schön suggestiv einwirken aufs Kind, wie noch auf der Kindergartenstufe. Ja, auf der Kindergartenstufe ist ja, glaube ich, wirklich noch die Fantasie ist ja noch viel stärker ausgeprägt. Viel stärker ausgeprägt, es ist einfach das ganze Kind lebt noch in einer Fantasiewelt. Mhm. Also es ist nicht, ich kann nicht sagen, das Kind hat mehr Fantasie, sondern es lebt definitiv in einer magischen Welt. Man sagt, es ist alles beseelt, oder? Wenn das Kindergartenkind durch das Knie anstoßt am Tisch, ist der Tisch schuld, nicht du, sondern der Tisch wird dann belebt, oder? Es flucht dann über den Tisch oder sich nicht selber. Und ja, da finde ich schon noch ganz spannende Sachen und auch lustige Sachen. Und aus dem ist ja dann auch mein erstes Programm geschöpft worden. Oder überhaupt die ganze Bühnenfigur von dem Kindergartenzeug, wo die ersten zwei Programme mindestens stark beeinflusst haben, ist dann aus dem rausgekommen. Ich weiß nicht, ob das bei Schule, ich weiß nicht, es gibt ja schon auch Leute, wo Lehrer sind, die auch über die Schule, ja, nein, gibt es aber nicht so viel. Das ist aber noch speziell gewesen, dass ja viele, die auf der Bühne stehen, haben eine Ausbildung als Lehrperson, oder? Also Divertimento oder Marco Rima, glaube sogar auch, Franz Hohler, also wirklich sehr viel. Und die wenigsten machen aber etwas über die Schule selber. Ja. Yeah. Spannend gewesen. Das war, glaube ich, noch speziell dazu mal, dass man jemanden kommt und etwas über die Schule macht. Das hat es nicht so gegeben. Patti Basler hat das dann auch gemacht, sicher zwei Programme lang. Also das ist noch so speziell, glaube ich, dazu mal, dass das so gut funktioniert hat. Ja, also ich weiss noch, als ich es schaue, bist du ziemlich am Ende gesehen von der ganzen Tour sozusagen. Und ich glaube, du hast vier so Kinderfiguren. Du hast quasi so generische Kinderfiguren kreiert, oder? Und nach der Show hast du mir noch gesagt, weil du jetzt schon so lange spielst, alle die Improvisationsteile, die dann noch dazugekommen sind. Und ich bin wirklich ganz frisch mit Comedy. Ich bin so wegblosen gesehen von dieser Schnelligkeit und denen im Jargon würde ich sagen, Callback sozusagen, wie immer eins von diesen vier Kindern nochmal etwas reinredet und dann hat das andere noch etwas dazu sagt und mir alle die vier Kinder so gut sich hätte können vorstellen. So, also ich habe genau gewusst, welches ich bin, weißt? Ja, das gehört viel, ja. Also ich werde immer noch auf die vier Kinder angesprochen und da bin ich natürlich auch gespannt, weil ich auch gemerkt habe, ich habe probiert nach dem Kinderschreck, das erste Programm geheißen, ich habe dort probiert, mich sehr schnell zu lösen. Yeah. Also ich bin schon das dritte, das vierte Mal bei dir. Ich weiß nicht, ob wir immer über das Gleiche redet. Ich glaube nicht. Nein, einmal hast du nur über die Zukunft reden. Ah, ja, das ist sehr schön. Einmal haben wir über den Erich von Däniken geredet. Über was? Erich von Däniken. Sein Park, wo nicht... Ah, ja, stimmt. Ja. Ich bin dann übrigens danach noch an dem vorbeigefahren. Ah. Und das ist spooky as fuck. Aber nicht einmal eingefahren. Nein, wir haben es nicht geschafft. Ja. Wir haben mehr so das angeschaut, was ist das? Mystery Park. Die hat dann schnell gegoogelt und dann so, oh mein Gott, das ist ja da. Also ich finde, es wäre der neue Ort, um deinen Podcast aufzunehmen. Es würde sich gut drehen. Nein, auf jeden Fall, wir reden nicht immer über das Gleiche. Drum, aha. Ja, also wie gesagt, also das ist das Programm, das war wirklich ein Riesenerfolg. Ich sage immer noch, ich glaube nicht, weil es so wahnsinnig aussehen gut war, aber es ist, glaube ich, zur richtigen Zeit gewesen, auch ich als Figur und das, was ich auf der Bühne gemacht habe. Es hat nicht so viele Neuere gegeben, Haselbrucker ist noch weiter weg gewesen, das Neueste ist gerade ohne Rolf gewesen, bis so der heiße Shit gewesen, also gar nichts reden mehr auf der Bühne und alles extrem minimieren. Und ich habe halt irgendwie genau das Gegenteil gesehen, also sehr laut und ausrufend und wild und Zeug kaputt gemacht und Musik und gelärmt und das Ganze mit Kind noch gemischt. Das hat da schon Nerv getroffen. Und dann ist das zweite Programm angestanden. Und da haben alle gesagt, hey, es muss unbedingt Kinderschreck 2 sein. Unbedingt. Yeah, du musst das weitermachen. Und das wäre auch mega einfach gewesen, weil ich habe dort noch Kindergarten gegeben. Also es wäre, und bis selber auch noch Vater wurde. Also es wäre ein leichtes gewesen, da nochmal reinzugrätschen. Das wäre die deutsche Variante.
Ja, und ich habe dann einfach schon gemerkt, dass dort einfach Gefahr drin liegt, dass ich dann einfach der lustige Kindergärtner bin. Und zwar ein Leben lang. Und habe dann radikal ein anderes Programm gemacht, der Bühnenschreck, wo ganz viele Leute extrem von meinen Fans, darf man so nennen, wahnsinnig verstört hat, weil es eben nicht mehr wirklich nichts mehr mit Kindergarten zu tun hat oder fast nichts. Es hat ganz einzelne Teile drin gehabt, aber das meiste einfach nur auf eben Konfrontation, wie du das sagst, auf Verwirrung, eben mit der Reise, von der offiziellen Weltreise, wo auf Basel geht, wo ich 5 Minuten lang über Basel reden, als wäre es irgendwie im tiefsten Busch irgendwo, würde das liegen, was ich auch tut. Aber das. Und hat dort dann auch viele Verluste eingefahren. Also ich habe gemerkt, dass die Leute Kritiker sind, ausgeloben, also vor allem die Positiven. Zum Teil sind auch das Engagement ausgeloben, also viel mehr als beim ersten Teil. Und viele haben so gemeldet, die Theaterschaffenden oder Theaterleute, die Theater haben. Ja, nein, also ein Stück, sie hätten jetzt wollen, Kinderschreck 2 und so weiter. Ja. Yeah. Und merke aber auch, wie das wichtig für mich war, weil ich glaube, nur deswegen hat das auch mit dem Fernsehen dann schlussendlich geklappt. Weil das Programm sind all die Fernsehleute schauen, die mir schlussendlich dann mir und meinem Team die Chance gegeben und uns eingestellt haben. Und dann habe ich gesehen, ah, da ist jemand, der kann sehr schnell reagieren auf Sachen, die passieren. Mhm. Der lässt sich nicht festlegen auf irgendetwas. Das ist mal etwas Neues, mal etwas Frisches. Und trotzdem, bis zum heutigen Tag, werde ich noch auf das Kinderschreck. Also ich könnte das immer noch spielen. Also ich sage, immer noch pro Monat kommen 2 Anfragen, ob ich das noch spielen würde. Wirklich? Ja, wirklich. Und immer noch. Und ich mache immer noch so hier und wieder gegangen. Ich habe dann noch ein Buch geschrieben dann noch einen. Pogo im Kindergarten, wo das quasi auch nochmal zusammenfasst, aber eigentlich nur aus dem Grund habe ich das geschrieben, weil es nie nicht eben eine schriftliche Form von dem Stück gibt. Mhm. Und das ist für mich wie die Chance gewesen. Es ist ein grosser Verlag, wo ich gesagt habe, mach das. Und das habe ich dann gemacht. Und bin dann mit dem nochmal auf Lesetour gegangen. Das ist auch nochmal lustig, weil es auf eine andere Form war. Aber von dem Kindergarten-Ding komme ich jetzt schon nicht los. Ich bin immer der mal Kindergarten war. Und eben, merkt es jetzt auch, das ist auch dir geblieben. Und das ist natürlich auch etwas. Und da bin ich auch schon gespannt, wie das jetzt mit dem neuen Stück. Weil im neuen Stück ist wirklich nichts mehr. Also dort ist viel mehr Fernseh-Deville drin als jetzt Kindergarten-Deville. So, aber ich glaube für. Ja, wie will man sagen, wenn man rauszoomt für halt wirklich eine lange Karriere, ist das ja meiner Meinung nach zu 100% der bessere Weg. Weil ja, natürlich. Ne? Kinderschreck 2 also hat sicher auch noch funktioniert. Der Müslim macht das ja auch seit 20 Jahren, 15. Was? Ja, Müslim sein. Ja, okay, aber das ist ja eine Figur. Die macht ja dann gleich wieder verschiedenes Zeugs. Also, ich meine, Dracula ist ja auch Helga Schneider seit mit A-Kapitel seit 30 irgendetwas Jahr. Ja, ja. Und macht ja dann trotzdem in der immer ein neues Programm und das ist dann auch wieder anders. Aber ich glaube, der Kinderschreck, das ist so etwas Spezifisches. Eben, ich sehe es in Deutschland immer. In Deutschland hat es ja eine Zeit lang geheißen, du musst die Ding finden, die Alleinstellungsmerkmal und das musst du einfach dann zu dir treten. Oder? Weil dann ist ja auf einmal. Eben, am Anfang ist es also gesehen, keine Ahnung, der Lehrer und irgendwie danach hat es gesehen. Der Türk. Genau. Und der Ex-Cop ist auch mal eine Zeit gesehen. Weißt du, das ist immer alles so. Der Arzt. Mhm. Ja. Ja. Und eben Kinderschreck 2 hat sicher auch Bombe funktioniert. So, und danach hat Kinderschreck. Ach, die Schweiz ist zu klein, dann bist du wirklich nur noch da. So, ne? Und dann Kinderschreck 3. Und danach hat irgendwann ist es einfach so gesehen, will man nicht mehr, oder? Ja, vor allem hätte er dann müssen immer im Kindergarten noch nebenher arbeiten. Das habe ich keine Lust mehr gehabt, weil das ist ja schon. Also irgendwo muss ja die Inspiration herkommen. Und ich merke jetzt schon, wenn ich irgendwie von Kindergartenlehrpersonen auftrete oder Lehrpersonen auftrete, was ich eben in seltenen Fällen noch tue, dann sind die gefragt, hey, wenn irgendwie ein Lehrer zusammenkommt oder wenn irgendeinen Schulabschluss kannst, 20 Minuten irgendetwas. Und dann merke ich schon, ich bin überhaupt nicht mehr up to date, was die Menschen, die mir da zulassen, gerade beschäftigt im Augenblick. Aber es funktioniert immer noch gut. Gewisse Teile funktionieren immer noch gut. Die vier Kinder funktionieren immer noch gut. Hast du nicht mehr eine Kindergartenlehrperson sein, die deine eigenen Kinder gekriegt hast?
Hast du gefunden, jetzt musst du... Nein, es hat schon mit der Bühne zu tun. Okay. Jetzt, wo ich eigene Kinder habe, ist es eher das Gefühl, dass ich... Also ich empfehle wirklich... Früher habe ich wirklich das Gefühl gehabt, man muss nicht Kinder haben, um selber Kinder zu unterrichten. Mhm. Und das ist auch so. Aber es macht vieles einfacher und klarer und du siehst viel mehr Zeug. Also eben, was auch ein Klassiker, was ich mich über gewisse Eltern aufgeregt habe und so weiter. Oder auch gewisse Kinder mich gefragt haben, was passiert bei denen in der Zeit, wo ich nicht... Mhm. Also, wo sie nicht im Kindergarten sind, was passiert dort hinter der Kulisse quasi, also daheim. Und das nicht kannst du nachvollziehen. Und dann, wenn du selber Kind hast und merkst, hey, okay, das ist daheim und dann kommt eben die Schule oder der Kindergarten mit wahnsinnig viel Stuff noch, wo du auch noch solltest, irgendwie bewältigen. Yeah. Und ich glaube, ich wäre definitiv ein viel besserer Kindergärtner jetzt, als ich es dazu mal gesehen bin, seit ich selber Kind habe. Ja. Yeah. Ja, und sicher auch eben noch ein bisschen mehr grundsätzliche Erfahrung an Leben. Hey, vielleicht auch, wobei mehr Erfahrung macht dann auch, ja, auch ein bisschen müder. Also früher hatte ich wahnsinnig viel Energie, noch viel mehr Energie gehabt. Die brauchst du definitiv im Kindergarten. Mhm. Oder ja, ich habe mit Energie gearbeitet, es gibt auch andere. Ach, es gibt so viel, weißt du, es gibt so viel. Kommt immer auf die Kindergruppe, wo wir zusammen. Zum Teil habe ich schon ältere KindergärtnerInnen gesehen. Ich kann von KindergärtnerInnen reden, weil ich selber nie bei meiner Mama mal hospitiert habe. So. Mhm. Wo einen älteren Jahrgang hatte, als ich dazu mal, wo das auch super war, dass die auf eine ruhige Art haben können, auf eine laute Gruppe einwirken. Auf eine ganz ruhige, routinierte, gute Art hat das können funktionieren. Und ich habe es richtig gesehen, wo ich jetzt wieder das Falsche wahrscheinlich gesehen wäre mit meiner Welpenhaftigkeit dazu mal. ich weiß einfach noch, als ich Kind gesehen bin, wahrscheinlich dort noch nicht so bewusst, aber retrospektiv ist ja wirklich innerhalb von, keine Ahnung, 2 bis 10 Sekunden ist eigentlich wie schon klar, ob du die Lehrperson, sei es jetzt Kindergarten oder nachher die Schule, akzeptierst oder nicht. Es ist so ein kurzer Moment, wo du bist mega schnell entschieden. Und dann ist es oft so. Also mich erschreckt das, nein, nicht erschreckt das, aber das finde ich wirklich etwas, ob man sich da, ich bin mir das nicht so bewusst gewesen, aber ob man sich das, ich sehe das auch bei meinen Kindern, ob sich das wirklich alle Lehrpersonen bewusst sind, was für einen harten Impact sie auf, also eben, du magst dich auch noch an deine Lehrpersonen erinnern, vor allem die, die du nicht... Also an die, die du gar nicht hast mögen und die, die du sehr hast mögen. Genau, es gibt so die beiden Extreme. Es ist halt wirklich so, dass eine Lehrperson kann dir doch ein ganzes Fach komplett vermiesen. Und zwar ein Leben lang. Absolut. Und auf der Impact, ich bin mir das nie so bewusst gewesen als Kindergartenlehrperson, dass das Leben lang kann. Und ich begegne tatsächlich immer wieder Leute, die bei mir im Kindergarten sind. Entweder weil sie meine Programme natürlich gehen, die zu Ende gekommen sind. Und die sind jetzt 30. Ja? Und kommen. Und ich war gerade letzten Sommer am Open Air Frauenfeld mit meinem Götti-Kind schauen. Und dann sind wir da auch über das Gelände gelaufen. Und da ist auch ein ganz grosser Typ mit nacktem Oberkörper zu mir gekommen. Und hat gesagt, der will und so, wie immer Kindergarten. Und ich habe dann den auch gekannt. Und dann redet man natürlich kurz und dann fragt man so auch, was ihnen in Erinnerung bleibt. Und das sind damals so ganz lustige Sachen, aber es bleiben ihnen Sachen in Erinnerung oder so. Und das finde ich schon noch... Also das ist eigentlich eine riesige Verantwortung. Also alle, die es zulassen, junge Personen, sind noch bewusst, sie haben so einen krassen Impact auf die Menschen oder auf die Kinder oder Jugendliche, dass ihr werdet einem bleiben. Oder? Das ist krass. Extrem. Mhm. Und im Positiven und aber auch im Negativen. Absolut. Und das haben wir kürzlich auch mal in dem Podcast besprochen. Es braucht ja dann auch, weil sie eben so einen Impact haben, braucht es meistens für Kinder in irgendeiner Art und Weise auch mal den Impact von außen, wo nochmal etwas Neues auslöst. Also weißt, bei mir ist zum Beispiel gesehen, ich wollte eigentlich nicht Theater machen, obwohl das sehr fest in mir ist. Und erst, wo mein damaliger Klassenlehrer mir dann das Freiwahlfach empfohlen hat, weil ich nicht Basketball
machen. Er hat gesagt, mach das doch mal. Wieso hast du nicht Basketball machen? Weil ich am gleichen Tag hatte ich schon effektiv Training gehabt. Und dann bin ich zuerst ins Basketball und dann hatte ich das Problem gehabt, dass ich bei meinem richtigen Training immer schon am Arsch gesehen bin. Und dann habe ich gesagt, also ich Zeit, nicht weil du zu klein gewesen bist oder kaputte Sprunggelenke. Das bin ich sowieso immer gesehen. Und dann auch so gefunden hat, mach mal Theater. Und ich so, nein, kein Bock. Und irgendwie, mein Vater hat Theater gespielt, meine Stiefmutter hat Theater gespielt. Mhm. Und dann willst du ja quasi wie distanzieren von dem. Und also gang einfach einmal und schau, wie es ist, oder? Und dann bin ich einmal gegangen und dann hat es quasi, ich habe keine Ahnung, wie wenn du dir irgendetwas in die Vene schießen. Mhm. Ist so klar gewesen, so, oh mein Gott. Das ist die Küche. Ja, und das ist nur möglich gewesen, weil eben so eine externe Impact-Person, da habe ich sehr respektiert, habe ich sehr toll gefunden, das gemacht hat. Weil wenn es meine Eltern gemacht hätten, ja, hat logisch. Nicht so viel ausgelöst, ja, oder? Ja, klar, klar. Und aber ist Theater, gehst du nicht, oder ist das Film, Schauspiel, ist das etwas, wo noch... Nein, es ist quasi, halt, dort ist der Ursprung vom Stand-up. Aber halt würdest du wieder zurückgehen? Hm? Würdest du wieder zurückgehen? Wo hin? Ja, Filmschauspieler zum Beispiel. Nein. Also wenn jetzt ein Angebot kommt, oder sagen wir Theater, weißt du... Theater ist wirklich eine Zeit. Nehmen wir an Hechtplatz, eine ganze Saison lang, 45 Mal spielst du den Nachbar. Also die Leute kriegen ja nur mit, was man macht. Und Theater habe ich jetzt die letzten, weiß nicht wie viele Jahre, alles abgelernt. Und zwar, es ist eine Zeitfrage, weil du blockierst dir so eine riesen, ja, so eine riesen Haufen weg. Und dann ist es auch noch ein bisschen Geldfrage. Ja. Und ich mache einfach nichts lieber als das, was ich mache. So. Und es ist auch ein bisschen, ich finde auch, es ist auch ein bisschen langweilig, nicht? Es ist, also immer dich, weil du bist am Theater viel mehr gebunden an einen Text, an eine Situation, du musst andere, genau, anspielen. Weil eben, wo ich Theater musst, gespielt habe, hat es Momente gegeben, wo ich gefunden habe, jetzt sind wir recht nah an dem, was ich will. Mhm. Nämlich, wenn etwas schief gegangen ist und irgendwie ich mit dem einen Schauspieler, der auch die Regie gemacht hat, das heisst, dort war es okay gewesen, wenn man es macht, weil wenn er es macht, machst du es auch, haben wir zusammen etwas improvisiert, um irgendwie aus dieser Panne rauszukommen. Mhm. Oder? Und dort habe ich dann das Gefühl gehabt von, jetzt sind wir recht nah. Aber wir sind nicht dort. Mhm. Und das ist eigentlich genau das. Und das Nächste, was du an dem siehst, ist im Hechtplatz das Neidmärchen. Das hast du ja auch schon gemacht, oder? Mhm. Was ja eine spezielle Situation ist, weil du quasi als deine Bühnenfigur in das Märchen reinplatzt. Mhm. Also so ist es bei mir gesehen. Ja. Ich bin dann auf der Hofnarr gesehen. Aber das ist ja auch 5 Mal oder so etwas. Ja, es sind 6 Mal. Ja, es sind, glaube ich, schon 12, 14 Mal gesehen. Ah ja? Ja. Yeah. Ja, ich habe das auch mal gemacht, das hat sich weniger. Aber vielleicht ist es auch bei mir weniger gesehen, ich weiß nicht. So, und Film finde ich in dem Punkt noch spannender, weil es wirklich, dann ist es so entfernt von der ganzen Bühne. Mhm. Wahrscheinlich wie bei dir, ja gut, Fernsehen, du hast auch noch eine Live-Situation gehabt mit Publikum. Ja, 5%. Ja. Aber vielleicht, ja, 5%. Und weißt du, vielleicht Einspieler drehen, mhm, oder sowas. Das finde ich noch spannend, weil du halt wirklich in dem ganzen Prozess sehr schnell an ein Ziel kommst, wenn du es jetzt gerade filmst. Und dann hast du aber auch nichts mehr damit zu tun. Und dann kommt irgendwie ein Jahr später, kommt das Ding dann mal raus. Es hat eigentlich, eben, es ist völlig entfernt von dir schon. Ja. Und darum, das ist, aber das ist dort nicht gesehen bei dem Freiwolfachtheater, ist das nicht das gesehen, wo mich gepackt hat, sondern dort sind es halt, weißt du, so die Impro-Spiele gesehen. Mhm. Nehmen den Gegenstand und performen etwas damit. Ja, verstehe ich. Und dann machst du das und du hast Leute, die dir zuschauen und irgendwie, ich habe ein komisches Gesicht gemacht und sie haben gelacht. Mhm. Das ist eine gesehen, oder? Und das meine ich mit dem Impact von diesen äußeren. Wie viel ist improvisiert in dem Stück, in dem neuen Zero? Auch nicht mehr viel. Du hast das ja so abgestrichen. Du kannst ja auch nochmal abstreichen, wenn. Gut, du musst improvisiert definieren. Es ist. Du hast immer so ein bisschen wie Zaubertrick verraten. Nein. Ich bin recht transparent mit dem Prozess. Ich habe effektiv nichts mehr geschrieben. Also es gibt nichts schriftlich. Von diesem Programm? Ja. Das gibt es nie nicht. Das heisst, es ist... Das ist auch alles aus Tryouts aus entstanden. Genau, aus Improvisationen bei Tryouts. Mhm. Und eigentlich ist es eben
für mich ist es eigentlich eine Frage vom Kürzen. Also wenn ich eine Geschichte erzähle, erzähle ich sie das erste Mal und sie geht 8 Minuten. Und dann merkst du, in 3 Minuten ist sie auch erzählt. Und man hat alle Lacher drin und man hat auch nichts Wichtiges von der Geschichte weggelassen. So. Und darum, ich habe es extra so gestaltet, dass es eben offener ist. Weil das, was du gesagt hast mit dem Text und dass man von dem dann abweichen kann, das hat mich beim letzten, habe ich das zum ersten Mal gehabt, dass ich das nicht mehr können machen konnte. Weil ich so akribisch das Programm zusammengesetzt habe, wie ein Film, wo ich gefunden habe, es braucht die Sequenz und dann braucht es das und die Info braucht es, damit am Schluss dann alles in dem Feuerwerk geht. Und ich bin oft immer eben so zeitlich immer ein bisschen zu lang gewesen, dass ich mir gar keinen Raum mehr gegeben habe. Und bei dem jetzigen ist viel modularer. Also nicht mehr so wichtig, dass man einen roten Faden hat, sondern dass man viel besser kann, einzelne Schubladen einmal zulassen, mal etwas anderes dazu tun. Und darum würde ich sagen, schon ein Großteil improvisiert. Und wie sind die Reaktionen von denen, die jetzt all deine Programme gesehen haben? Machst du dort die Erfahrung, dass sie es... du hast vorhin gesagt, die Leute wissen immer nur das, was sie sehen. Ja. Yeah. Und ganz viel eben, wenn man etwas weglässt, das ist ja das Problem, oder? Wenn du auf der Bühne schaust, du hast die Huren schwer damit, etwas wegzunehmen und dann hey, es ist so eine gute. Ja, ja. Aber die Leute werden es nicht vermissen, weil sie kennen es ja nicht, oder? Genau. Von dem her, wie sind dort, also hast du das Gefühl, das ist auch die Rückmeldung schon gekommen, wo einer gesagt hat, ich habe es jetzt besser gefunden mit meinem roten Faden, oder wenn es irgendeinen Zusammenhang hat, oder eben ein bisschen wie ein Stück erscheint, oder eher das Gegenteil? Eher das Gegenteil. Also sprich, das mit dem roten Faden interessiert gar niemand. Solange es nicht wirkt, es hat ja trotzdem eine Dramaturgie. Mhm. Es hat nicht einen roten Faden, aber es ist trotzdem sehr bewusst gewählt, was wenn stattfindet. Mhm. Und darum ist das den Leuten ziemlich egal. Und also auf das bin ich gar noch nie angesprochen worden. Sondern das grundsätzliche Feedback, und das ist halt das, was die Leute sagen, es gibt sicher ein paar, die einfach dir nichts sagen, ist das grundsätzliche, das Letzte habe ich das Beste gefunden, das ist noch besser. Und zwar wirklich ziemlich unisono mit den Leuten, die mit mir reden. Und eine Kollegin aus dem Business hat mir jetzt gerade erzählt, ist an die Premiere gekommen, hat ihre Mann mitgenommen, die Österreicher ist und es richtig angeschissen hat. Hat gefunden, also weil er es nicht verstanden hat? Nein, weil Hader ist sie Gott. Aha, ja. Und Schweizer Comedy an sich schon auf keinen Fall. Ja. Und boah, wir müssen jetzt wirklich und so. Mhm. Und ich habe es super gefunden. Mhm. Und dann bin ich so, geil. Es ist auch überraschend, wie eigentlich die Leute ziemlich viel eigentlich egal ist, nicht? Mhm. Ich habe das Gefühl, die Leute haben eigentlich schon Freude, wenn jemand auf der Bühne steht und etwas macht. Ja. Yeah. Also, und es ist so, und es hat so, und es hat schon ein gewisse, das sage ich immer, die Leute in der Schweiz, ich kann das nur von der Schweiz sagen, aber in der Schweiz speziell, die Leute brauchen immer so ein gewisse, also, dass jemand auf die Bühne geht, dass er auch etwas kann, also dass er etwas darstellt, dass man weiss, der hat schon etwas geleistet. Mhm. Und dann ist es echt, so ein bisschen egal, was er dann auf der Bühne macht. Habe ich immer so ein bisschen das Gefühl. Ich glaube auch. Also wenn es jemand ist, der natürlich das Können und das Talent dazu, aber jetzt wie bei mir ist einfach das Fernsehen. Ich merke einfach schon, die Leute, wenn auf die Bühne kommen, die Leute haben einfach schon Freude, weil sie kennen mich vom Fernsehen und sie haben schon Freude. Und die Gedanken, die wir uns machen, wie deep muss das sein und wie anspruchsvoll und wie viel das und wie viel jenes, das kommt eigentlich gar nicht so drauf an. Ja, und vor allem, du kannst dich ja völlig verlieren in so wirklich erfundene Regeln, wo einfach, keine Ahnung, entweder hat es jemand in irgendeinem Rotgeberbuch geschrieben oder irgendjemand anders aus der Szene hat dir das einfach mal gesagt. Und dann nimmst du das als die einzige Ware da und denkst, aber es muss, eben keine Ahnung, es muss eine Message haben oder es muss einen Grund geben, warum ich das erzähle. Mhm. Und dann sagst du so, ich für mich habe dann so entdeckt, aber der Grund, warum ich es erzähle, ist, weil es fucking lustig ist. Mhm. Weißt, alles andere ist nicht so wichtig. Mhm. Und für mich jetzt, das sind immer andere Standards, immer andere Maßstäbe und so weiter und so fort. Weil ich vor dem Programm habe ich dann auf einmal wieder so eigene Regeln aufsetzen und denke, und jetzt müssen wir noch irgendwie, keine Ahnung, ehrlicher werden und jetzt packen wir vielleicht noch eine neue Facette von mir raus und so. Mhm. Und danach merke ich auf einmal wieder, aber was ist eigentlich
das Ziel, das ich will. Das Ziel ist, dass wenn ich in den Raum schaue, dass ein Großteil von Menschen so führen geht beim Lachen. Mhm. Und dass wenn ich weiterrede, dass ich immer noch ein paar höre, sich quasi nicht erholen vom Lachen. Mhm. So, das ist mein Ziel. Mhm. Und ja, dann merke ich, okay, aber die Geschichte, keine Ahnung, war vielleicht nochmal irgendein Seelenstriptease und keine Ahnung, etwas Bereinigendes für meine therapeutischen Ansätze oder irgendwie so. Mhm. Ja, ist vielleicht nicht so lustig. Also mache ich lieber das. Ja. Und das ist mein Grund, warum ich es dann mache, oder? Ja. Und ich weiss noch, beim dritten habe ich von der Dramaturgie her zum ersten Mal ohne Regisseur, also dann habe ich für mich irgendwie etwas festlegen, habe ich gefunden, ich baue es auf mit einem griechischen Drama. Und ich habe keine Ahnung von griechischem Drama, sondern ich habe dann wirklich auf dem Internet habe ich so nachgeschaut. Griechisches Drama? Griechisches Drama, okay. So und so viel Akt, 5 sind es, glaube ich. Das, so. Und das war nur für mich gesehen. Einfach, ich wollte das mal ausprobieren. Und ich weiß nicht, wie viele das Programm gespielt haben, vielleicht 50 oder so. Bei einer Show ist jemand vom Theater ist nachher gefunden. Ich habe das Gefühl gehabt, das Programm ist aufgebaut wie ein griechisches Drama. Und das ist so ein weirder Moment von einerseits, wow, mega geil, dass das jemand sieht, und andererseits, aber es ist eben gar nicht wichtig. Ja, einer ist gekommen. Ja. Ja. Ja, aber das sind also die Fragen, die ich mir natürlich jetzt auch gestellt habe bei dem Stück. Und ich bin auch schon wieder gespannt, wie das Nächste da wird sein. Mhm. Ja. Vor allem aber bei mir ist dann doch noch, wie die Sendung ist, an Aktualität gebunden. Ich bin auch gespannt, wie sich das wandelt. Mhm. Also das Gefühl, es sind relativ Themen, die sich nicht so schnell werden aufklären, gerade bei uns in der Schweiz nicht. Ja. Yeah. Also wo wir im Jahr immer noch darüber reden, aber trotzdem können natürlich neue Facetten dazukommen, oder? Ja, logisch. Ja. Das verwandelt sich ja auch immer. So. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf, was es so gibt. Und wie ist es jetzt effektiv kein Fernsehen mehr zu machen? Ist es erleichternd gesehen? Wie egal, ja, wie eine andere Welt? In erster Linie sehr, also ich kann nur empfehlen, allen Fernsehen zu machen, weil es einfach total geil ist, wieder Käse zu machen. Nein, es ist absolut jetzt erleichternd. Also klar, wenn ich jetzt auch alles mitverfolge, mit Vetter und Bus und so weiter, und auch jetzt mit dem Bus habe ich nicht viel zu tun, aber mit dem Vetter habe ich halt viel zu tun, also mit telefoniert viel und so weiter. Mhm. Da habe ich gemerkt, es ist so ein Stress und macht sich eben so viele Gedanken, wahnsinnig viele Gedanken. Und am Schluss ist es dann einfach das Fernsehen, 35 Minuten. Mein Gott, also es gibt lange nicht nach jeder Sendung irgendeinen grossen Zeitungsbericht darüber oder so, irgendetwas, vor allem nicht, wenn du schon 2-3 Jahre das machst. Und ich finde das jetzt schon toll, wieder eben über die Zeit können zu haben und wieder können auch jetzt eben an dem Stück, wie ich jetzt gerade gesagt habe, wie sich das entwickelt, auch etwas zu schleifen und nicht immer alles zusammenknüllen und in die Güssel rühren und wieder am Montag oder vorne anfangen. Yeah. Das ist Fernsehen oder das ist die Late-Night-Show gesehen bei uns. Oder? Jeden Montag wieder von neuem anfangen, wieder von neuem schreiben, und das, was erst letzte Woche war, hat eigentlich keinen Wert mehr und gilt nicht mehr. Mm. Und du hättest viele Möglichkeiten noch gesehen, wie das hättest du noch ein bisschen neuer. Aber das ist auf der einen Seite toll, auf der anderen Seite vermisse ich das jetzt auch überhaupt nicht mehr. Und was hast du gemacht, abgesehen vom Programm schreiben? Programm geschrieben, also im Kopf. Also immer wieder Auftritte gehabt, kleine Auftritte. Mhm. Du bist auch ein, zwei dabei gewesen, wo du dann auch so gemerkt hast, hey Scheiße, aber ich habe ja gar nichts, ich muss jetzt irgendwie etwas zuerst mehr arbeiten, weil auf das Improvisieren, blind improvisieren, habe ich nicht mehr so Bock drauf. Und dann sich ja, wieder auch schon vom Fernsehen zu lösen und so. Das war wirklich schon ein Prozess gewesen, für die Bühne zu schreiben oder so. Oder eben die Zadern mit dem, funktioniert das überhaupt auf der Bühne noch? Will ich das noch? Fühle ich es noch? Du siehst, man schließt den Kreis langsam. Mhm. Fühle ich das überhaupt noch? Und das war wirklich ein krasser Prozess gewesen, finde ich schon. Und sonst sind die Wochen, Monate extrem im Flug vorbeigegangen. Also auch kommt dazu, dass jetzt meine Partnerin auch da unterstützen, wo jetzt, die hat auch bei mir fest mitgeschafft, Simon, wo jetzt auch einen eigenen Weg geht,
Wo zwar jetzt bei mir beim Stück Regie macht zum Beispiel, aber auch selber jetzt da eine Karriere, ganz einen anderen Karriereweg wieder eingeschlagen hat. Und es sind noch das Kind rum, zu denen mal schauen, mal nachzählen, wie viele Kinder haben wir eigentlich unterdessen, was machen die so, was finden die toll. Also langweilig ist man auf jeden Fall nicht gewesen. Aber mit dem Kopf bin ich definitiv die ganze Zeit jetzt bei dieser Premiere gewesen. Also das ist schon heftig, wie mich das jetzt beschäftigt hat. Auch zum Teil in der Nacht verwachen und denke, Scheisse, was, ich sehe noch überhaupt nichts. Und ich habe wirklich auch bis vor Weihnachten nicht viel gesehen von dem Stück. Ich wirklich keine Idee gehabt, was irgendwie einen will. Und dann gemerkt, hey, schlussendlich einfach wie bei der Sendung hinsitzen, schreiben. Es ist, am Ende ist es dann eben gleich, jetzt, um wieder Einstieg zu finden, ist es eine Fleissarbeit. Ja. Yeah. Und vor allem, weil ich auch nicht so Lust hatte, jetzt wie du das gemacht hast, von Stand-Up-Bühne, Open Stage zu Open Stage zu wandern und irgendwelche Zeug auszuprobieren. Das ist... Yeah. Gut, ich habe nicht Bock auf das, gell? Ja, aber früher habe ich Bock auf das. Irgendwie, ja. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, früher habe ich noch Bock auf das. Aber irgendwie... boah, nein. Ich kann schon mit meinen Produkten hintreten, wo dann auch verhebt und wo ich dann finde, so, jetzt können es die Leute sehen. Das hätte ich auch die Möglichkeit ich habe das gemerkt noch bei der Rampensau, die ich moderiere, also die offene Bühne in Winterthur, hätte ich auch eigentlich die Möglichkeit gehabt, mega viel auszuprobieren. Nicht einmal. Nicht einmal irgendetwas ausprobiert. Weil ich einfach keine Lust hatte, irgendwie jetzt mit irgendetwas Halbfertigem um zu improvisieren, wo ich dann so mal auf der Bühne würde zeigen, habe ich gar nicht so Lust gehabt. Yeah. Das ist auch noch interessant gefunden. Aber es ist wirklich nichts. Das erste Tryout ist auch das erste Mal, dass ich das von Leuten präsentiert habe. Und wo ich irgendwie auch gemerkt habe, ja, das ist halt gleich von der Sendung her, irgendwie auch von der Einstellung her. Jetzt konnte ich auch nie Tryouts machen, bevor ich das irgendwie 200'000 Leute erzählt habe. Quasi, du musst, hast jede Woche ein Tryout. Und auch mit dieser Einstellung, das hat schon ein bisschen geholfen bei dem Programm. Darum glaube ich auch, dass das Programm, macht schnell Werbung, wo am 21. März Premiere hat und dann wird es aber 2 Wochen. Yes. Wenn es gut läuft, wird im Hechtplatz und sonst die ganze Schweiz dann noch bis in nächsten Winter präsentieren. Ist das wirklich so ein Ding, sich vorne hinzustellen und einfach mal probieren und einfach mal machen und schon ein fertiges Ding präsentieren. Und bis jetzt ist das jetzt mit dem ersten Trial schon gut gelungen. Aber vielleicht nächste Woche erzählt vielleicht etwas ganz anderes schon wieder. Vielleicht ist das schon wieder alles Scheiße. Ja. Mal schauen. Bis jetzt, ja. Und beim Fernsehen hat man ja eine wahnsinnige Struktur. Also die habt ihr ja auch euch dann noch mit der Zeit mehr erarbeitet, dass dann wie völlig klar war, Montag passiert das, Dienstag passiert das, bis zur Aufzeichnung am Samstag. Und wenn man ein Programm macht, dann muss man sich ja irgendwie selber eine Struktur geben. Ja. Wo nicht... Habe ich auch schwierig gefunden. Wo ja. nicht von und auch, kommt. Ich meine, ich habe die Sendung ja nicht alleine gemacht. Ja. Und das Programm... quasi alleine gemacht, das aber nicht ganz durchgezogen, hat dann wirklich Marco, der mein Headwriter war, sag ich jetzt mal so, bei unserer Sendung, ihn auch dazugeholt, hat gesagt, hey, ich brauche da irgendwie, wie findest du das, oder ihm Sachen geschickt. Ja. Yeah. Und eben auch sehr, nicht das erste Mal, aber ganz anders mit der Regie geschafft. Also jetzt, also wirklich intensiv gearbeitet an dem Stück. Anders kann ich es gar nicht sagen. Yeah. Was ich bei dem anderen Stück nie gemacht habe. Das ist jetzt wirklich mal ein Schaffen. Und wer weiss, so, vielleicht gehe ich den gleichen Weg wie du. Das nächste ist eine reine Improvisation. Ich sehe ja jetzt schon, dass, wer ist es? Der Fabio. Der, gell? Fabio der macht landet. Rein jetzt etwas, wo er sagt, das ist das erste Schweizer Stand-Up-Programm, wo rein improvisiert ist. Genau, es ist reine Crowdwork. Wow, da bin ich aber ganz gespannt. Reine Crowdwork-Show. Ich glaube, 4 hat er jetzt gemacht, ja. Ah, das ist schon unterwegs mit dem Ding? Ja. Ja. Also es ist nicht wirklich eine Tour, sondern es ist immer irgendwann poppt ein Datum auf. Ah, und dann macht er eine Impro dort. Genau, und dann macht er zuerst, glaube ich, allein und nachher noch mit einem anderen... oder einer anderen Comedian
sind aber, sie quasi zu zweit auf der Bühne. Ah, aber so. In Deutschland? Nein, das ist in Deutschland hat er es jetzt auch einmal gemacht. Das ist auch wieder in Zürich, oder? Ja. Aber vielleicht ist es auch der Weg. Also, dass ich würde sagen, hey, ich mache nur noch alles aus der Improvisation raus, kann auch funktionieren. Ja. Ja, eben, also, es gibt. Genau, es gibt ja wieder so ein Zwischending, dass etwas aus der Improvisation entsteht, wo man dann sagt, so behaltet man es jetzt mal im Kern. Mhm. Und das ist dann eigentlich gar nicht, wie wenn du einen Text geschrieben hast. Aber alles auf Crowdwork raus. Du hast es nicht gesehen, mal, oder? Nein, nur Clips. Nur Clips. Live habe ich es noch nie gesehen. Das sind die. Ja, aber es ist ein komplett anderes Setting, oder? Ich meine, die Leute wissen es auch, es wird anders aufgebaut. Ja, wissen sie das? Es wird so. Ja, ich habe das Gefühl, weißt, dass viele wissen gar nicht, was Crowdwork ist und so weiter. Also, die sehen einfach den Namen und denken, oh, das wollte ich sehen. Ja, ich glaube schon, dass das klar kommuniziert ist. Weil er hat ja noch ein Programm nebendran. Also, weißt du, das ist ja dann. Ja, ich könnte im schlimmsten Fall umswitchen. Ich meine, Crowdwork, das hängt ja auch von der Crowd ab. Absolut, so, aber ich glaube wirklich, dass du dann eben klar kannst kommunizieren. Das ist das einzigartige Crowdwork-Ding und das ist ein Programm. Oder? Das hast du ja schon gehabt, dass du dann einfach stumme Fische im Publikum hast, wo halt nicht so viel kommt. Oder du hangelst dich von einer Gemeinheit zur anderen, was ja auch durchaus eine Gefahr ist, dass du dich einfach eine Stunde lang über das Publikum lustig machst. Oder? Ja. Yeah. Und sich alle unangenehm berührt fühlen, oh die ersten Gott. Zwei Reihen. Ja, ich habe mal jemanden gesehen, wo ich einfach nur das Publikum beleidigt hat. Es ist überhaupt nicht, lustig gewesen. Aber es ist einfach komisch, dass alle Häselbrücken gut finden. Nein. Nein, aber einmal bist du sogar dabei gewesen. An der Rampensau. Ah, ja gut, das ist ja okay, und, gut. Nein, aber ich habe es einmal bei einer sehr grossen Show gesehen. Ja, das hat also ich finde das wirklich, das ist ein, man hat immer das Gefühl, das ist so einfach. Und im Grunde genommen ist es einfach, du fragst einen nach dem Namen und dann machst du irgendein paar Jokes über seinen Namen und dann fragst du, was er schaffen, wo er herkommt, dann machst du irgendwie einen Haha-Aargau-Witz. Und es ist ja eigentlich, tönt es einfach und ist im Grunde genommen auch einfach, das Crowdworking zu machen. Aber dann, dass es dann eben so wird, dass es für alle im Raum cool ist und nicht nur für den, der angesprochen ist, unangenehm und für alle anderen ein bisschen langweilig. Weil sie so nach dem 10. Mal Kantonwitz lachen, denken, ja, also kommt jetzt noch etwas. Ja, ja. Nein, ich finde Crowdwork dann geil, wenn wirklich halt wie so kleine Bits drin entstehen, oder? Ja, aber eben, das ist eine Schwierigkeit. Ja, ist nicht einfach. Und da habe ich, ja, weiß ich nicht, aber ich habe nicht so viele Comedy-Shows geschaut. Ja, also ein Beispiel ist ja so Pocher ist so ein Beispiel von Crowdwork, wo das Ziel immer effektiv die befragte Person ist. Ja, aber das ist der Pocher, dort erwartet man auch nichts anderes. Genau, das ist Teil vom Brand, oder? Mhm. Das ist ja einfach konstant, egal was du sagst, ist einfach am Schluss BÄM. Mhm. Ja. Eben, das ist, und dann gibt es die anderen, die eben können so ein Hin und Her, ein Ping-Pong machen oder dann. Der Ding macht das eigentlich noch gut, der Alain Frey, ne? Alain Frey ist sehr guter Crowdworker. Der macht das, dort habe ich auch. Und er macht zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe kein Solo von ihm gesehen, aber er macht es mittlerweile auch so, er tut es nicht mehr aktiv initiieren. Also weißt du, habe ich auch gemerkt, habe ich auch bei mir probiert, ein bisschen zurückzuschrauben. Das ist halt wirklich so, wir haben jetzt 10 Minuten vom Programm gemacht und jetzt füllen wir mal mit dir an und dann gehen wir zu dir und gehen wir zu dir. Nein, warte, bis etwas passiert, genau. Und dann nimmt der Dampfzweig. Genau, dass man mehr halt wirklich so ein bisschen organisch lässt geschehen lässt, oder? Und ich glaube, das macht es auch viel besser. Weil das Setting von einem Comedy-Club, wo ein Host kommt, wo kein Material spielt, sondern effektiv nur Crowdwork macht, das sehe ich als sinnvoll. Aber im Programm dann so mega. So, jetzt du, wie heißt es? Was machst du? Mhm. Das probiere ich momentan ein bisschen zu reduzieren. Ja. Aber es ist halt so sehr tief verwurzelt, dass man es. Ja, aber der spontane Teil ist jetzt bei mir, oder der Impro-Teil, der ist jetzt bei meinem Programm im Augenblick noch fast null. Aber ich bin näher bei einer Sendung als bei Ding. Aber ich habe den Vorteil, ich kann es noch relativ gut verstecken. Also ich habe immer das Gefühl, die Leute haben es gibt immer noch Leute, die das Gefühl haben bei der Sendung, dass sie ganz improvisiert sind. Oder fragen, wie hast du das alles auswendig? Oder fragen, wie viel ist die improvisiert bei dieser Sendung und so weiter.
Und auf dem hat das, glaube ich, noch gut drauf. Aber eben, das ist so meine Lehre daraus, das Gefühl haben, wenn der Text mal da ist und du repetierst dann, der ist im Kopf und das kommt gut, dass du dann eben viel einfacher kannst, auch mal Sachen leiten. Absolut. Ja. Also jetzt hast du noch 3 Tryouts, hast du gesagt? Ja. Genau. Baden und Obwalden, Niederwalden. Also Stanze auf jeden Fall, da sehe ich, ich bin so schlecht, das darf ich schon gar nicht im Laut sagen. Und dann eine Woche später ist dann Hechtplatz, genau. Und dann ist Tour, ja, mit vielen Zwischengeschichten noch. Stiermoderation, die Krönung-Moderation. Oh! Wie heisst es? Kleinkunstbörse. Ja. Yeah. Nicht Moderation, aber am Öffnungsabend spielen. Und dann die grösste Comedy-Show, wo ich dabei sein durfte, ist um 6 Leute. Um 6 Leute? Darf ich mit der Zunft mitlaufen? bist Ehrengast? Bist Ehrengast? Bin Ehrengast, ja. Das wird crazy shit. Da habe ich jetzt auch schon einige Vorgespräche müssen führen mit was geht meiner Meinung und was gar nicht geht. Jetzt lass mich einfach mal drauf ein, bin ich gespannt. Ja. Aber ich muss ja auch ein Bit machen, ich muss ja auch in die 10-minütige Rede halten von den Zunft-Leuten da. Ja. Ja. Oi, oi, oi. 3 Könige sind das. Das sind die, die jetzt gerade in der Zeitung sind, dass sie Frauen zulassen. Nach 250 Jahren oder so. Ja, hat sie jetzt auch noch ein paar Jahre können warten, ja, oder? Nein, sind sehr progressiv, ist eine von diesen progressiven jungen Zünften. Das heisst, sie sind nicht 600 Jahre alt, sondern aber erst 125 Jahre. Und es ist ein guter Zunftmeister, guter Typ, finde ich. Und dann kann schon mal mit denen, ich schon mal das Jubiläum moderieren von denen, vor 2-3 Jahren. Und habe also gefunden, doch, die sind eigentlich, also ich bin jetzt überhaupt ein Zunft-Fan, aber eben, wie schon gesagt, ich bin ein grosser Fan von so Clubs und Geheimclubs und Leute, die zusammenkommen und weirder Stuff miteinander machen, ob das komische, laute Musik ist oder sich komisch verkleidet und eigenartige Ritual abfeiert, wie sie irgendwelche Leute Puppen verbrennen auf Scheiterhaufen. Und habe gefunden, hey, die Gelegenheit kommt schon mal einmal über. Und das kommt, glaube ich, auch nicht so viel über, dass man da mal mitlaufen und da mal auf die Stube schauen, was dort wirklich abgeht und passiert. Und darum habe ich jetzt mal zugesagt und mache das. Ja, und könnt ihr dann auch wieder Bühnenmaterial geben? Könnt ihr dann auch Bühnenmaterial geben, eventuell vielleicht, ja. Zunft Bühnenmaterial. Ja, mal schauen. Weil auch da schließt sich ein zum Fans, weil die erste Devil-Sendung ist ja als Late-Night-Zunft. Planet gesehen, die erst, dass der Club Deville ist als Late Night Zunft beworben worden, so beim Schweizer Fernsehen, das erste Konzept. Von dem her finde ich doch jetzt das spannend, dort mal hinzuschauen, was dort so passiert. Nice, wir haben fast 1,5 Stunden gemacht. Schön ist es gesehen, locker ist es gesehen. Finde ich auch. Und wir haben dieses Ding beworben, was ist, 12. März? 5. März? Ja. Also nächste Woche schon. Nächste Dienstag, ja. Vielleicht komme ich dann auch. Ich flieg direkt von Berlin auf Zürich. Was machst du jetzt in Berlin? Spielen. Du bist international unterwegs. Yeah, yeah. Wo? Also, ich gang. Für unsere Berliner Zuhörer? Wo denn für die, in Berlin? Wo für die eine so Person. Ja, wo? Nein, ich gang am, warte jetzt. Es gibt eine gute Woche. Ich gang am Donnerstag auf Hamburg. Spiel dort Quatsch. 3 Tage, also bis und mit Samstag, dann habe ich Sonntag wie ein Off-Day, den ich in Hamburg verlängert habe und dann fahre ich am Montag Mittag auf Berlin, dann spiele ich dort oben in den Wühlmäusen und dann fliege ich am Dienstag. Und was, also spielst du das in Mixed-Shows? Ja. Ja, okay. Ja. Ja, ich schon eigentlich cool. Nur Mixed Shows. Ah, du tust dir quasi deine Tour ein bisschen, das, dort hast du schon eigentlich so etwas geplant gehabt, gell? Deutschland? Ja, vor noch 6 Jahren. Hä? Wo 7 Jahre. Was? Nein. Ja, doch. Wo die Tour Corona, ist. Corona ist, hat so eine Zeitverzerrung an den Tag gelegt. Ich habe gemeint, das sei nach Corona so. Nein, das ist vor Corona gesehen. Da haben wir mal 4 oder 5 Deutschland-Solo-Termine geplant. Dann hat das irgendwie nicht funktioniert? Nein. Nee. Ja, das ist schwierig, das ist sicher gut. Also vor allem, wenn du nicht
nicht wie der Fabio, irgendwo kannst du schon etwas vorher abgrasen, irgendeinen Preis oder irgendetwas Cooles. Nicht? Ja, es ist einfach, also es ist nicht nur der Preis an sich, sondern es ist wirklich halt, meiner Meinung nach kannst du nur das eine oder das andere richtig machen. Also was heisst das eine oder das andere? Deutschland oder Schweiz. Aha, so. Ja. Und ja, wenn es beim einen Mal, und zwar beim Größeren, also bei Deutschland, wenn das läuft, dann hast du es einfacher in der Schweiz ja weiterzumachen. Aber auch dann, also ich weiß es nicht, in aller Frei, wie der in der Schweiz brutal verkauft. Brutal. Das funktioniert. Ja. Er macht einfach nicht so viel Termin, ja, lieber einzelne größere. Ja, ja. Aber also ich habe zwei Mixed-Shows mit ihm gespielt, wo ohne Werbung hat er 600er Saal hat er eigentlich schon können, voll knallen. Und wenn er Solo spielt, hat er auch. Okay, ja, aber ich habe die Szene wirklich nicht so auf dem Schirm, also die deutsche Szene, die in der Schweiz hineinschwappt. Wird mir oft immer auf YouTube vorgeschlagen. Aber kann ich auch schon zweimal in der Sendung gehabt von dem her. Ja, ist super, das ist wirklich gut. Also, ja, schön war's. Ja, danke dir. Ich spiele in Zürich, du spielst in Zürich, alle spielen in Zürich. Genau, und wo das nicht schauen können. Und auch im Rest von der Schweiz. Genau. Und die unseren Humor nicht mögen, kann ich nur empfehlen, an Rosa, die grosse Indoor-Girling WM. Wenn wir dort noch Publikum organisieren? Ja, doch. Ein Livestream. Ja, einen Livestream machen, das fände ich gut. Komm, das machen wir, das finde ich gut. Ja. Also, alles Liebe. Danke dir. Viel Erfolg und danke Christoph. Bis bald. Genau. Peace. Peace.